Genau, Bordeaux 11, Frankreich, ja. Und oben steht Writtingen 8-0-8. Ja, ja, so heißt das Ding. Gut, nehmen wir. Ja, fortfahren. Wow. So. Haben wir halt. Laufzeit wird auch eingehalten, nehme ich an. Was wird eingehalten? Schlafenszeit oder die Ruhepause, wie ich immer das heißt. Abgestellt. Gibt's nicht. Ich habe alles abgeschaltet. Ich hab nicht abgeschaltet. Weil mir so auf den Sack geht, das rumgegehene. Oh Mann. Beim Multiplayer brauchst du es gar nicht ausschalten, da geht's eh nicht. Geht's nicht? Nee, da musst du wirklich 8 Stunden oder so fahren. Oder 12. Na gut, schau mal. Ach, siehst du, ich bin ja gerade einmal hier in der Werkstatt, ich gehe mal noch schnell rüber gehen. Das bringt nichts. Sicher, leck mich am Arsch, wo ist denn das Scheißding jetzt, ey? An Deeper. Du, deine Bremslichter sind kaputt, Weiser. Oh ja, die blinken, kann das sein? Ah ja, da genau. Jetzt habe ich was gesehen. Kurzzeitig einmal mehr aufblinken, dann wieder weg. Wo fahrt ihr hin? Immer noch in Erfurt zu mir. Wir sind immer noch in Erfurt. Nein, wohin fahrt? Nach Bordeaux. Nach Bordeaux. Bordeaux oder Bordeaux. Bordel. Bordeaux. Bordeaux, nimm schon was anderes. Die erste. Blamierraube, dann. Die mir nicht im Dorf Schwein, ja. Also ich bin ja gestern Abend mal ein bisschen gefahren, ich habe keinen Gigaliner gefunden, Auftrag. Hä, Gigaliner? Den gibt's in bestimmten Gegenden bloß. Achso. Meinen? Niemand. Das ist ja wie bei ATS mit den drei Anhängern. Hm. Gibt's ja bloß in bestimmten Gegenden. Aber frag mich jetzt nicht, wo das ist hier mit den Gigalinern. Hey, du nimmst meinen. Kappa, du nimmst meinen. Ich den nicht nehmen. Wieso nimmst du meinen? Weil ich kann. Achso. Also, guck mal, wenn ich jetzt meinen rausziehe, dann kommt meiner. Mhm. Okay. Cool. Ich hab meinen mal rausgezogen, jetzt noch. Zieh nur raus. Widerwärtig. Zieh raus. Ja, wirklich, wahr. Zieh raus. Steck die Scheiße rein. Oh Mann, da steht er ja noch. Ich habe ihn noch. Super. Oh, was hast du? Ey, Mann. Guten Abend, Diablo. Natürlich fahren wir. Los, komm. Ach, Scheiße, warte mal. Wir fahren jetzt nach Frankreich und trinken dann Wein. Das liegt bei der UdSSR. Was? Ja, Frankreich bei UdSSR. Oh Mann. Ist der jetzt in die Karre gefahren? Nein. Aber ich muss noch kurz. Ah, Scheiße, hübsch. Nee. Navi kaputt. Navi kaputt. Nee, es hat gerade umgeschaltet. Es hat mich gerade. Jetzt gerade alles geschickt. Habt ihr jetzt alle einen Hänger dran? Ja. Ja, ich habe einen Hänger. Außer Hobby, Löwe, der hängt irgendwo. Hat nur keinen. Hobby, wo hängst du rum? Scheiße. Oh Mann, da ist er. Mann, ja, der Weiße. Alter, nee, cool. Der ist ja cool. Nee, der hat doch keinen. Weg da! Ich schau mal, ja. Wer ist denn das? Also, das ist nicht einmal der Robby, das ist irgendeiner. Ja, blink. Dumbo, was ist mit dem los? Wie ist mit dem Trottel? Ja, dass die nicht warten können, gell? Nee, warum soll ich denn einfach warten, wenn ich schon ein Stück vorfahren kann? Wurf. Nee, du. Er hat durchgeknallt, haben wir gerade. Achso, weil ich falls die Stücke Autobahn. In die Karre gefahren ist. Das ist nicht gefahren. Für den weißen LKW, der gerade von mir war? Ja, das war der. Ah, Klapper fährt voraus, ja? Sehr gut. Oh. Oh, gelb. Ich hab. Oh Mann.
weißer. Was will der jetzt mit mir? Nicht. Das ist einfach Quatsch. Also habe ich nie das gehört, dass ich das bloß alleine höre. Ich habe so Stimmen im Kopf, weiß ich wieso. Oh Mann. Nürnberg war. Da kommt so viel Liebe rüber, ich brauche einen Joint. Kastanjok. Oh mein Gott. Klapp auf, was wartest du? Ja, ich kann nicht schon mit dem Formel 1 Auto lösbrechen. Natürlich. Nein, kann ich nicht. Ich kann mich nur fort. Schnauze, Mann! Er wollte nur schauen, welche Farben noch kommen. Kann ich. Was ist denn da für ein Kram? Ein Kommissar, dass wir uns an die 50 halten. Ja. Na, mehr geht eh nicht. Bei der Beschleunigung hier. Ich bin schon bei 60, war ich. Eingeschält, aber Kürf. Och ja. Was war denn das Differential gleich? Kuh, ja? Gut, dann mach ich Tempomat dran. Kastor, wie war das Differential? Boah, frag mich doch nicht. Ich hab jetzt ein halbes Jahr nicht gespielt. Das ist V, mit V. Boah, was machst du, Klapper? Also, bei mir war grün. Nee, ja. Ich hab vergessen, wenn man ein LKW zu nahe kommt, dass es dann ruckeln tut. Ja, deswegen kann ich abhalten. Bist du stehen geblieben? Ja, ich. Bei mir ist knallrot. Knallrot. Bei mir war auch knallrot. Ich hab 350 bezahlt. Bei mir war grün. Okay, ich komme euch nach, hoffe ich. Kirschgrün. Ich meine 90. Kirschgrün, ist kirschgrün. Ne, das geht nicht so schnell, Jakob. Ich freue mich 30, Jakob. Okay, dann komme ich euch zu. Dann werde ich euch schon einholen, hoffe ich. Ja, Mann, oh Mann. Ach, schalt um. Hilfe! Ey, Weiser, hetz mich nicht. Ich sehe keine grünen Punkte mehr. Oh ja, ich muss das schöne Stück weg. Ja, du bist ja. 600 Meter hinter mir. Drin. 44 Tonnen, das hat ist ja kein Gewicht, Mann. Oh, was ist, wir kommen ja noch vorbeigeschwordet. Abstand halten. User joined your channel. Oh. Guten Abend. Nein. Hallo Tobi. Abend. Und seid ihr am Fahren? Wir verlassen gerade Erfurt. Erfurt? Richtung Frankreich. Auf welchem Server seid ihr denn? EU2. Ah, oh, Server. Ja. Oh, super. Oh. Warum bist du auch gerade noch in Erfurt oder was? Das weiß ich glaube ich gar nicht. Kann gut sein, dass ich gerade in Erfurt bin. Also wenn die eine entgegenkommt, ist sie im Server zu hoch. Ja. Na dann gucke mal, sonst machen wir mal eine Rast dann bei der nächsten. Oh, wir müssen terminieren. Wie weit seid ihr denn schon? Also ich bin in Bordeaux. Ich bin schon in Bordeaux, was seid ihr? Bordeaux. Boah, diese blöden PKWs, ja. Ah, blöde Frage, kommen hier auch die Polizisten vorbei auf der Straße? Ja, die prügeln sich aus dem LKW. Die prügeln sich. So, Euro 2. Der ist ja so gut wie voll. Ja, ist er. Ja, du musst eine Woche schon. Wo seid ihr jetzt? Auf der Autobahn. Wir fahren Richtung Kassel. Wir fahren Richtung Kassel, die A4. Wenn man Bordeaux sind, sagen wir Bescheid. Wenn 1400 Kilometer weg sind, kann ich da genau sagen, wo wir sind. Es kommt jetzt ein Rastplatz, da kann man dort anhalten erstmal. Ja, weil Tom ist ja auch noch irgendwo. Ja, ich bin da irgendwo beim Rastplatz. Ja, komm, dann machen wir Rast. Pause. Ja, ich habe noch 500 Meter bis zum. Ich habe 500 Meter bis zum Rastplatz. Wenn nur nicht sein, dann müsste es ja hinter mir sein. Der ist 520 Meter hinter uns. Nein, ich bin in Leipzig. Ja. Nein, ich komm schon. Bin schon da. 200 Meter. Erfurt ist irgendwie weit.
Ich aber ist ja kein Thema. Wo habt ihr jetzt gesagt, fahrt da hin? Nach Kassel? Na, richtig. Ja, wir sind gerade auf dem Weg Richtung Kassel, aber unsere Lieferung geht nach Bordeaux. Also, ich passe durch. Ja, du passt da durch. Ein Original-Trainer, die passen. Bordeaux. Oh, ich werde noch mal 500 Mal auftanken. Bordeaux. 360 Euro, Mann. Nur drüber gerollt, du Penner. Du kannst so von Erfurt losfahren, wir warten ja am Parkplatz. Ja. Ach, 8 Stunden hab ich verfeuert bisher. Jetzt komm ich auf die Autobahn. Ach nee, hab ich nicht. Na, musst du ja noch fährst Rest. Jetzt mit Last Hobby oder nicht? Ja, nee, ich hab einen Hänger dabei nach Bordeaux. Ah, okay. Such gerade noch nach Bordeaux. Boah, hetz mich nicht, Junge. Boah, hetz mich nicht. Warte, warte, ich komm gleich, ich komm gleich. Ne, nach Bordeaux habe ich nichts. Na, irgendwas in die Richtung? Frankreich. Frankreich. Wo ist denn Bordeaux? Na, ganz unten. In Frankreich. Am Atlantik. Oder wo der Käse hergestellt wird. Fressschwein. Was? Käse? Wird dort neben Bordeaux das der Käse hergestellt? Nein, das Wein, Bordeaux. Das war Wein, ne? Ja. Das ist der Wein. Du Wein, Wein. Das bin sogar ich und ich bin Biertrinker. Ah ne, das war in der Schweiz, der Käse. Irgendwo war da was. Genau. Die machen wir Toblerone in der Schweiz. Schweizer Toblerone. Golfecht. Das könnte ich machen. Was? Ach ja. Golfecht. Ja, das ist unter dem. Das ist weiter runter. Ja, da würde ich sagen, da warten wir jetzt hier. Jo. Mhm. So, warte, muss ich mir eine Stoppuhr machen, dass ich immer vor und zurück fahren kann. Ja, wenn ich zu weit fahre. Ich weiß nie, wenn du jetzt eine Ladungsgruppe hast, ob du auch rausfliegst. Ja. Ja, fliegst auch raus. Jetzt geht das schon wieder los. Ja, da könnte ich übrigens immer tanken fahren. Wenn man mal Pipi machen muss. Was? Alles steigen. Ihr seid am Rastplatz oder am Parkplatz? Rastplatz. Okay, unser Jäger. Du brauchst du nur mal dein Tab zu öffnen, dann siehst du uns dann, wenn du in die Nähe kommst. Dann, wenn wir Freunde gewesen wären, würdest du uns als grünen Punkt sehen. Oh, das ist ja was Neues. Oh Mann, wieder was gelernt. Ich die Klappe ab, stelle ich auch nicht als grünen Punkt. Oder? Nein. Ich habe euch alle als grünen Punkt. SGDK. Außer Kassel, den hab ich drin. Wüsste ich ja. Dann kurz noch zurück und noch einmal nach vor. Sitzt. So, ja. Na, weil das jetzt noch ein bisschen dauert, da kann ich jetzt in Ruhe einen rauchen gehen. Bis gleich. Ja, ich Bananenbrot, einen wunderschönen guten Abend. Ja, gut geht's. Ich geh erstmal einen rauchen. Komm, jetzt halt mal von der anderen Richtung, ne? Ich bin mein Lenkrad wieder. Aber ich habe was Gutes, ich bin jetzt nicht mehr Erster. Nee, das ich bin nicht Erster. Ich komme nämlich nicht mehr als Erster raus. Was jetzt ist? Ach jo, da kommt ein kleiner Kipper. Oh, ein Dumper. Hör auf. Ist das der vom letzten Mal noch? Nee. Oder hast du schon wieder neun? Bobby. Das neue. Also neue Lackierung halt, ey. Oh, nee, das ist neue. Oder? Keine Ahnung. Das letzte Mal hat es ja ein bisschen Por gebraucht in der Strecke. Ich hab 8 LKW, ich weiß gar nicht, was da eigentlich noch nicht. Nee, vorhin hab ich noch einen gekauft, das Scania, aber da steht irgendwo ein Dreck drin. Weil im Airport ist die Garage voll. Kannst du da ausbauen, oder? Hast du schon alle 5 voll? Ich bin wieder da. Vor. Wieso regnet das jetzt?
Ey, geht doch normal über den Kasko, oder? Koffein. Ich brauche Koffein. Ich brauche Zigaretten, ich brauche Koffein. Ich muss aus dem Kopfsattel. Ich lege einen verkackten Scheibenwischer an, Mann. Flip P. Ach, hey, war das. Fuck, Treiber. Wieso regnet das bei dir? Hä? Hey? Ja, keine Ahnung, normal regnet es sogar fast. Was? Weil es scheint Sonne hier. Ach ne, ich habe Scheibenwischer an. Bei wem regnet es? Wenn es bei Castro regnet, wäre es nicht, Neues. Ja, wartet nicht auf mich. Mein Lenkrad spinnt schon wieder. No, kannst du denn überhaupt was, Kind? Das habe ich heute Morgen schon gehabt. Dann heute Mittag liebend wieder. Und jetzt habe ich das gleiche Problem. Ich stelle das ein, gehe ins Spiel rein und der gibt gleich Vollgas. Und ich kann ihn nicht mehr abstellen. Du hast schon Feingefühl im Fuß. Ich gebe ja noch nicht mal Gas. Das ist ja das Lustige daran. So ein Kackwetter. Regnet schon wieder bei dir? Eure Synchronisation. Und Mann, da piepst's. Den Rückwärtston kannst du alles stellen. Ja, aber und wo? Audio. Audio? Aber den hörst du ja, rein nicht, aber die anderen, wenn die es anhaben, hörst du es. Ja, ja. Warte mal, Audio. Ah ja, Rückwärtsfahrt. Ja, super, danke. Ah, super. Toll. Deswegen hatte ich vorhin gesagt, auf dem Parkplatz in der Werkstatt hier hat er noch einen Rückwärtsgang an. Audio. Mhm. Jetzt auch noch. Jetzt auch noch wer? Ich nicht mehr. So tschechische Aufpasser ist da. Jetzt wird's enge hier. Jetzt? Russland. Ja, nee. Aber der hat mal eine schöne Färbung hier. Ja. Färbung? Grüne Räder. Grüne Räder. Ich bin froh, dass ich keine Herzchen angemacht habe an meinem LKW. Und den Pfeil, will der mitfahren oder was? Kommt noch ein LKW mit hinten? Noch einer? Oh. Also, Papa, Abkürzung auf der Autobahn. Ja? Bleibt dazu, wie die Hose da. Kann ich, oder mit seinem Lenkrad irgendwas umzickt. Tobi? Ja. Wenn wir losfahren oder sollen wir noch warten? Ja, fahrt mal ruhig los. Ich weiß nicht, was das schon wieder hat. Na, kannst du dann bitte? Was ich da vorfahren? Nee, ich komm nicht raus, weil du stehst vor mir. Oh! Super! Ey, leck mich am Arsch, Leute. Hey, Robi, bei dir hängt der Spiegel runter. Naja, das kann ja was werden. Ja, klapper bitte vor dir. Nach dir. Kannst du mal sagen, dass ich Spiegel anmachen muss noch? Mensch. Blitzer. Oh, Blitzer. Da fahre ich nur meine 80. Das heißt ja, dass der Bremsen soll. Ich fahre ja gleich hinten rauf. mit
wem redest du jetzt? Nicht mit mir, oder? Doch, du besser von mir. Beim Sauber, ne? Besser auf den Affen drauf, weil ja. Feuern die bloß 2 Tonnen Sand durch die Kante. Oder Schotter, was hast du denn da? Jägermeister. Hi, Grippes. Scheiße, hätte nicht mal jemand sagen können, dass ich tanken muss? Du musst tanken? Echt jetzt, ey? Du Kastor, du musst tanken. Na geil. Jetzt nicht der Ernst, dass du jetzt tanken musst, ja, oder? Ja, doch, wirklich. Nächste Tankstelle 800 Kilometer. Na, das wäre ein bisschen schwierig jetzt noch. Ja. Wie weit kommst du noch? Wo muss denn da drücken? I. Ja. Das siehst du im Display dann unten in der Anzeige, wie weit du kommst ungefähr. Ich hab noch 2300 oder 2100 oder sowas. Ja, 1580 habe ich. 202 Kilometer. 1000. Ja, 1600. Nicht sehr weit. Oh, ich würde mal sagen, hast du gut hingekriegt dann. Mach ich halt einen Koch. Leer stehen lassen. So, ich hätte noch einen Reservekanister hinten. Das ist der. Brauchst du den? Wäre ja kein Ding, wenn du mit dem Kanister über die Autobahn rennen könntest. Das kannst du nicht. Warum zieht es mir eigentlich Sprit ab, wenn ich einen Leerlauf mich rollen lasse? Hm. Was ist denn das? Die kam Eigengewicht des Fahrers. Oder doch 100 CO, trotzdem Sprit. Also eine Kaffeemaschine in der Fahrerkabine ist schon... Was? Ja, ihr habt ja alle Mini-Kühlschränke für eure Biersachen. Was heißt das? Nein, ich hab eine Flasche LKW vorne. Schlafkabine ist im Kühlhaus. Das ist im Kühlhaus. Aber ich trinke während der Fahrt keinen Alkohol. Ich auch nicht. Ich schon. Jägermeister. Hast du regnet bei dir? Nein, Gott sei Dank. Der hat sie nie geschickt, ne? Was regnet bei dir? Ja klar. Echt jetzt? Ich war heute früh auch ganz überrascht, dass es auf einmal so regnet. Ja, dafür regnet es jetzt bei mir. Ups. Blauer Himmel, bisschen Bib. Leichte Wolken. Super, die hupen alle mich an, ich weiß nicht. Die freuen sich, dass sie ihn erwischen. Brems! Wieder nicht aufgefahren, Klapper. So, 108 Kilometer noch. Dann bist du in Frankreich. Dann steht er am Straßenrand und hält den Bahn raus. Bei 180 Kilometer brumm ich nicht in den Dorf.
Und den Rock hochgekrempelt. Na, der hält's doch gleich an, Klammer. Auf jeden Fall. Wir könnten einen Abstecher da machen, nach Frankfurt rein, weil da ist sicher eine Tankstelle. Nein, wir fahren bestimmt nicht nach Frankfurt rein. Ey, warum nicht? Ich kann ein paar Ecken. Ich sag nur, ich meinte nur. Ey, war nur ein guter Tipp. Ey, immer rechts halten. Das andere rechts. Will ich in Frankfurt? Ich muss nie tanken. Nein, du kannst aber Bananen kaufen. Will ich in Frankfurt mit Bananen? Die brauchst du für den Puff. Die Löcher zu stopfen. Verstopfen. Muss jetzt hier mal in die Tankstelle kommen? Die kommt erst in Tschechien. Alle mal umdrehen. Vorsicht. Wo vorne Lachen. Peter, schön hier. Parkenautos. Oh, bestimmt Ivan. Mit seiner 265er Leitung. Aus Kasachstan oder woher das kam. Genau. Und schon mit AOL reinreden. Vorne stellt ein LKW auf der Straße. Mhm. Nicht Castor. Nein. Aber ich glaube, der hat auch keinen. Aber ich glaube, der hat auch kein Sprit mehr. 54 Kilometer noch. Aber da vorne kommt es kommt eine. Jawohl! Hast du das Glück? Ah, das geht sich aus. Ich kann einfach. Es kann. Vor der Tanke bleibt er stehen. Oh, Pizza. Was können wir aktiven Rückenwind machen? So bei 88 blitzt er noch nicht. Bei 90 also. Das nennt man effektives Fahren, ja. Von Tankstelle zu Tankstelle. Oh, ich werde mit gleich tanken fahren. Auch ein LKW ohne Sprit. Boah, Schweine. Nee, da kannst du wegen Leitplan gekämmert. Schweine teuer, 1,46. Das Schweine teuer. Ich habe in der Garage getankt, 1,22. Ja, ich auch. Was in der Garage kann man auch tanken? Ja, klar, wenn du eine hast. Wenn du eine große hast. Du musst doch alles gewalt haben. Hast du eine große, ja? Eine große habe ich nicht. Das verändert, oder? Ein Gero fährt er gleich durch. Fahren wir weiter? Ich fahre doch gleich durch. Ja. Okay. Ja. Ja. Das reißt. Nicht bremsen. Nicht bremsen. Ich wollte bremsen. Aber wie denke ich, bin hinter dir. Oh ja, lass mich vorbei, Mann. Papa weiß auch nicht, was er will. Ich kann sie knicken hier aus meinem Windschatten. Ah. Steht ein LKW am Straßenrand. Wieder. Kappa. Bremst nicht so abrupt. Ich bremse überhaupt nicht, ich rolle immer noch. Aber du hast die Wand nicht gerade. Du hast die Wand nicht gerade. Okay. Was macht ihr hier? Langsam fahren. Ja, keine Ahnung. Ihr müsstet auf die mittlerste Bahn fahren. Oh, das ist gleich. Kommt einer. Da ist er. Castor ist da. Castor hat Sprit. Hey! Oh Mann! Hast du jetzt mit dem roten LKW den Hänger geheim? Ey, Mustafa! Ist da was passiert, Castor? Ich glaube, ich bin er. Warum? Das könnt ihr weitermachen? Ja, da hat Castor ein eingeklemmt dort hinten. Ja. Hast du große Schaden? Ist meine Kaffeetasse gerutscht? Nee, mein ganzer LKW ist schon wieder halb rot. Was hat denn gemacht, Mann? Ey, du Spinner, fahr mir in die Karre. Oh mein Gott. Da 3,8 im Kessel hier oder was?
soll, können wir jetzt gleich erstmal eine Werkstatt aufsuchen. Jetzt ist der Typ mal weg. Guck dir mal den Spinner an hier. Gaster, wenn du jetzt runterkommst, pass mal auf, ja. Den ramm ich jetzt weg, mein LKW ist eh hinüber. Das ist kein Autoscooter. Warte weiter, ich schieb ihn ganz entspannt weg. Ach Gott. Ja, Ninja, moin, ja, perfekter Moment, jetzt reicht's mir aber langsam. Den kannst nicht mal wegschieben. Wirklich da reinfahren? Kappa, wirklich wahr? So, jetzt kommt ein weißer LKW mit schwarzen Streben. Ohne Ladung. So. Gut. Ach, wir müssen eh abbiegen. Ja, ich komme mal von der Wiese nicht runter. Was von der Wiese? Rück V fürs Differential. Ey, ich stelle das schon wieder. Ja. Macht der Spinner. Warte, Walter, ich lenke ihn ab. Ach, jetzt weiß ich, warum der blaue Punkte. Oder Ziel. Ziel. Was wurde denn der Alpha? Das sind Holz. Nein, wir sind nicht besorgt. Noch nicht. Also ich trinke zumindest gerade in den Müller mit. Ja, ja. Mit Schuss. 63. Das ist einer von uns. Das ist ein grüner Punkt. Das ist eine Lösung. Wir warten. Na los, nicht stehen bleiben am Berg. Seid ihr nur doof oder was? Okay, dann fahren wir halt. Dann fahren wir halt. Wir werden es probieren, ob ich rauskomme. Oh Mann. Jetzt muss Leute. Berge. Ich hab mal laut am Bier vorbei. Ja, Kassel, jetzt sind wir dafür getankt, ne? Jetzt ist alle Berg hoch, oder? Jetzt bin ich voll. Ich wäre schon raus. Zu der Weise kommt die hinterher. Ich komm schon raus. Na also. Geht nein, doch. Nein, immer die anderen sind dran schuld, Ninja. Ich habe ein tolles Auto. Und ein blauer. Oh Mann, du gehörst nicht zu uns. Weg da. Ja, du bist bei mir auch blau. Da bin ich nicht ein Freund von dir. Na gut. Robby ist. Aber da blau, der Rest ist grün. Dann bin ich kein Freund von dir. Du bist immer nicht bei mir drin. Mega grün. Boah. Ey. Haben die Leute alle nur keine Zeit oder was? Also ich habe keine Zeit. Wirst du gleich sehen, was jetzt was kommt, wenn ja. Ich habe Angst, hinterm Kaster zu fahren. Wenn der mich überholt, ja. Ja, Sven, der zieht das irgendwie alles mit dem Morgen. Hau doch mal ab, du Vogel. Ich muss stehen bleiben. Du bist Sprit alle? Nee, war ja vorne. Ich zwei anbumsen. Ach, du bist ja nicht viel. Oh. Der Bremsen wieder. Echt enge. Was ist hier los? Soll wieder reine Minusfahrt hier. Ja, ihr habt es ja. Ich hab's nötig. Hey, ich hab 117.000. Oh Mann. Was du hübsch, ich komm hier nie vorbei, du Held. Ja, aber wenn du besser fahren, ne? Ja, klar, mit einem lustigen Auto oder was? Für ein Bus. Ja. Bremst ja nicht aus wie Sau, hast du? Und dann sind wir da durchfahren. Wer hupt jetzt hier? Ja, was die hupen? Die Bahnen bloß mal unten auf die blauen Punkte gucken. Ja, toll, Motorfehlfunktion. Ich skate schon wieder nicht. Ja, ich fahre so geradeaus. Mit der Alpen. Aber. Fahren wir jetzt einen anderen Weg, ja?
Ja, ich bin gerade zurückgefahren. Da müsste das Navi irgendwann aktualisieren. Ist ja, von Imbögen ja, größer, aber. Ich hoffe, das passt für dich mit dem Sprit. Naja, ich bin voll. Oh, das ist so Quatsch hier. Komm, Weißer, fahr geradeaus. Statt die F7 drücken, in den Abschleppdienst rufen. Ja, der. What the fuck? Weißer. Der eine schiebt ihm den gerade weg. Fahr doch geradeaus. Los jetzt. Kannst du jetzt links abbiegen? Nee, fahr doch einen Klapper hinterher, der ist doch gerade geradeaus gefahren. Ist doch frei. Oh, ich riech mit Bogen. Okay. Ah, stellt euch aber wieder ein, heute die ersten Menschen. Weil echt, ey, also, ich ja. Du brauchst doch bloß mal eine Werkstatt, mehr brauchst du doch gar nicht. Ja, das brauche ich auch. Ja. Wo fahrt ihr denn jetzt hin? Immer noch nach Bordeaux. Ich fahr bergunter zur Zeit. Dann wolltest du nicht gerade eine Werkstatt aufsuchen? Ja, wenn wir einen auf dem Weg finden, ja. Im Weg, ja. Also das heißt, ihr heizt eigentlich jetzt hier A4, A5 runter. Ah, genau, abbiegen, siehst du. Ne, wir müssen von der A5 schon wieder runter sein, oder? Ja. Wir sind gerade auf einer Rennstraße. Ich habe einen Motorfehler. Oh, nee, den hinter meiner auch, oder? Dann irgendwie wieder irgendwie verkehrt. Ich hab gesagt, wer bremst denn hier? Ausnahme Dummfahrer, okay, und so macht er das. Mein Auto ist auch kaputt. Boah, was geht denn hier denn Film? Wir haben doch heute wirklich nur die Idioten rausgelassen, oder? Ja, aber verlangst du vom Euro 2 Server? Bei mir ist alles rot. So, jetzt auf einmal. Aber wir hatten schon mal auf dem EU1 probiert, da ist es langweilig. Ja. Da kommt mir keiner entgegen und so, oder? Ja, da gar nicht gleich. Wenn ihr da dann ist nicht, dann wieder bremsen. Schon wieder. Bleiben wir das Sprit alle. da hätten wir auch noch rumfahren können. Ja, hätte Fahrradkette. Hab dich nur leicht gecatcht, weißt du, bei mir ist alles rot jetzt. Kassa, du hast da deinen Stream an, ne? Ja. Ja, dann werde ich euch mal suchen kommen. Oh, was ist denn jetzt schon wieder hier? Irgendwann bei euch vorbei. Ja, vorne ist einfach meine Wand. Ich habe einen Killer. Aber ich über die Acker fahren da. Take a little while. Nee, ich kann gleich mit meinem Schwerlast hängen. Durch. Ich hab mich nicht so. LKW ist nicht kaputt. Wie hast du denn dein LKW schon so geschrottet? Der Klappe hat gebremst, ich bin draufgefahren. Was? Bei mir ist keiner draufgefahren. Ja, hast du gar nicht gemerkt, ne? Nee, das kriegst du beim Schwertransport kaum mit, wenn dir hinten einer drauf ruft. Die untere Hälfte ist ja alles rot. Ja, da ist ja die Oberhälfte noch. Also ich hab gut erwischt. Also brauch ich jetzt auch eine Werkstatt. Wer hupt denn hier schon wieder? Und da war dann wohl nicht aus der Hälfte. Achso, bist du das? Ja, warum geht's denn da mit Eier? An deiner Stelle würde ich Strom sparen, wenn er mal Feder im Boden muss. Ich klapper schon rein. Team diese oder alles. Ja, ich bin mit Teller. Oh, Scheiße. Falsche Taste. Abgehängt. Boah, der Chunk. Wer ist denn da? Warum machen wir? Tschechisch. Abhängen auch während der Fahrt? Nein, weil. Junge, ihr Pisser. Geht leider als letzter da in der Schlange. Ich hoffe, es kommt keiner angerauscht. Weil das ist über hinter einem Hügel, man sieht's nicht. Aber was war denn Ihrer Chat? Y. Ja, dann kommt. Voll rein. Ey, ich hab wieder geschossen, Bubbe. Oh, wir stehen eh im Stau, da juckt's nicht. Oh Mann. Der hat's gebremst. Super. Kann ich mal hier einen Admin jetzt so? Oh, na, Bionus, was ist das? Ach, oh, Gottchen. Was probieren die da vorne? Ne, da steht's in der LKW, da steht
quer zu deinem... Entern mein Motor. Das steht über den Leitplan gegangen. Du siehst das sowieso, wie es aussieht. Ah ja, Benzinsporen. Okay. Ich schalte da mein Motor aus. So ungefähr war das vorhin, wie ich das Foto geschickt habe. Ne? Hat nämlich alles umstanden. Sonst soll man jetzt hier eher lange stehen. Wow. Da so noch gekickt, dann habe ich euch da eingeholt. Wir versuchen den da wegzuschießen. Ja, oh, aber wenn wir jetzt noch lange stehen, also ich muss wieder starten. Ach, nee, oh Gott, ich muss immer nach vorfahren und zurückfahren. Gell? Ich darf ja nicht zu lange stehen. Ah, jetzt tut sich was. Tut sich was? Ja, mit dem Bauer macht das nicht, wenn ich schön vorne. Das Pkw hätte ein LKW rausgeschürft. Ach super, du Depp. Achtung rechts, LKW. Ja, was ist das? Er hat's eilig. Er hat sich jedenfalls fest, da kommt eh nicht mehr weg da drin. Gut, siehst du was? Können wir nicht auf Mars das rübergehen? Geht's jetzt wieder weiter, da weh? Na, wenn die hier vorne, wenn die das hier vorne mal gebacken kriegen, da hier der Saft losfährt. Ich werde gleich wieder rausgekickt. Ja, wir rollen noch schnell. Ganz losfahren. Oh Mann, ich fahre, ich habe da 5 Minuten. Halt die Fresse, Alter. Weißmensch. Okay. Oh mein Gott. Ja, Motorfehlfunktion, genau. Das auch, ja? Wir müssen mal in die Werkstatt. Wenn die Leute mal aufhören, das reinzuschreien. Also für das fährst du aber noch gut. Ist mal in die Werkstatt. Ja, du musst, sobald das auftaucht, einfach mal kurz vom Gas wieder drauf gehen. Das ist gerade, wenn die reingeschrien hat. Was? Ich nehme mal hin am kleinen Fahren der Fenster und. Verkehrsschilder am Straßenrand. Wird überbewertet. Ja, ja, die Warnbarken. Und die Gummi! Erst wenn ich aufblende. Ja, das blendet du das? Wenn man das sieht, sieht man das? Na, wollen wir es jetzt versuchen hier mit unserem Limolaster, hä? Wollen wir es angeben in die Tüte Mücken? Aber wenigstens kann man da Gas geben, ohne kleine, dass man... Kleine hässliche Presswurst. Achte auf deine Wortwahl, Herr Klapper. Ach übrigens, da vorne stehen welche. Müssen wir bremsen, oder? Oh, leck ja. Mach doch. Oh, nee. Wo kommt der aus dem Wald, oder? Ey, Johnny. Wie hat er gesagt, ich muss bremsen? Oh, oh Mann. Das sehen wir, der hergekommen ist da mit aus dem Wald, oder der Penner. Ganz super. Ich schlafe ein. Ich schlafe mit dem Penner, ey. Die nächste Kurve stehen sie auch wieder. Ja, ich gerade gesehen, da stehen schon nur 3 Punkte oder so. Ey, jetzt sind doch nur Idioten unterwegs, oder? Oh Mann. Kann man nicht irgendwie auch hier mal einen Admin herholen? Der fährt ab und zu mal einer entlang hier. Ja, die Autos sind nicht nur Admins, du kannst ja ein normales Auto auch kaufen. Ja, nee, oh. Nee, da war dahinter. Ja. Aber beim Server sind die nicht erlaubt. Nee, gibt einen Server, da ist glaube ich nur Car-Service. Ja. Tobi, siehst du überhaupt, wo wir sind? Irgendwo auf der Landstraße. Ja, unter der Brücke. Nee, von der Werkstatt, ne? Ich bin jetzt in Frankfurt. Ein ganz Stück vor der Stadt. Da ist noch ein paar Meter vor dir. Ja, wir müssen bloß mal dann halt in die Stadt einbiegen oder so. Ja. Wenn er mir sagt, was die nächste Stadt ist, dann kann ich da direkt hingreifen. Dann müssen wir leider anhalten, um zu gucken. In Salzburg oder irgendwo da hinten. Weil man kann in dem scheiß Multiplayer nicht gerade gucken, wenn man fährt. Warum nicht? Na, weil der weiterrollt. Das hat nicht. Ja, aber der Singleplayer komischerweise funktioniert so, rollst du auch weiter. Nein, der stoppst ja. Du fährst dort wieder weiter, wo du aufgehört hast. Nein, machst du nicht.
F5, die nächste Stadt wäre Metz. Was, Metz? Frankreich. Ja, Metz. F5 drück mal dann. Zeig dir das Navi an. Sehe ich nicht, der rote Strich. Ach da, stimmt. Metz. Wow. Metzwurst. Ah, scheiß Posten, wer hat denn da hingestellt? Ausgerechnet Metz habe ich nicht. Aber egal, fahren wir nach Luxemburg. Wenn der F5 drückst, dann wird die Karte groß. So weit kann ich nicht gucken. Bevor du Kommentar gewährt tanken musst. Denkst du, Jägermeister kannst du weiter gucken? Muss jemand tanken? Nein, ich brauche eine Werkstatt. Ich bin in Frankreich. Noch steht die Chance zum Tanken und Pipi machen. Es wird jetzt nicht getankt. Es wurde jetzt nicht getankt. Oh, ich muss mal tanken. Ja, hol dir eine Bobo. Hol, jetzt hol ich am Tankstelle vorbei, bin, ne? Hol dir eine Bockwurst. Bockwurst auf Pappe? Erregt Himmel aber aus Thüringen. Wieso fahren die alle so schnell? Ja, wenn du ohne Hänger unterwegs bist. Na, der hat dann auch einen LKW hinter oben. Ja, der Raupe. Die Fahrer ist extrem schnell, ich weiß. Ja, die haben Tempo, die Geschwindigkeitsbegrenzung ausgemacht. Ja, die haben schon auch ausgemacht, trotzdem fahre ich mit dem Hänger nicht so schnell. Das hilft mir auch nichts. Ich schaffe doch nicht einmal die 90. Ja, ich schaff's jetzt nicht einmal die. Ja, die das sage ich mich ja noch überholen will. Grenzen? Oh, echt jetzt? Was kommt was da hinten, ja? Bin in der Kurve? Wer? Ich? Von hinten? Ja, das hat er wieder gehört. Ja. Du musst ja mal gucken, was du hinten treibst noch. Voller Lustmulch. Oh, Luis, ja. Nee. Hier wird eng. Oh, Bremsen. Bremsen, nee. Der Brems verliert. Boah. Du kannst ja gar nicht gegen die Schranke hämmern, wenn du Lust spielst. Oh, durch geht's. Kann man ja auch durchfahren, oder? Irgendwo gibt's keine Schranken. Ja, probier mal. Ja, probier mal. Boah, das macht wieder jetzt. Manchmal gibt's Schranken, manchmal gibt's keine Schranken. Genau. Aber da sind nur Schranken anscheinend. Ja, das war doch irgendwie bei Polen drüben, dass er außenrum vorbeifahren kann. Weil sie Schranken gekleidet haben. Ja, das zieht ja das Scan automatisch ab. 2% Schaden. Hey, Frankreich nicht, weißt du, da bleibst du an der Schranke hängen und da kostet es ein bisschen mehr dann. Also ich bin kein Metz oder so. 2% Schaden. Ja, da auf der Seite kann man durchfahren, ohne irgendwo, da ist auch eine Schranke. Da ist auch eine Schranke. Aber die geht auf. Und kriegst du die angehalten hast. Weil du kannst nicht durchfahren, das geht nicht. Doch, da ist er ja auch gerade neben mir durchgefahren. Ja. Gebühr wird am Ende der Maßstrecke entrichtet, du brauchst nur durchfahren. Schön langsam. Aber fahr ja, weiter. Dann haben sie auch mittlerweile geändert, scheinbar. So. Boah, aber so fährst du mir hinten drauf, du Pisa. Ja, die Beamten kennen sich alles mit sich in Powercraft. Hat der da vor mir da? Der links davor? Der will. Bist du nicht hinter mir? Hat's auch eilig. Die haben's ja alle eilig. Ja. Keine. Immer noch eine Maut. Nein, aber mal Holz klopfen. Ich habe noch Glück gehabt bis jetzt. Das ändert sich dann. Ja, ich denke auch. Und jetzt nicht durch. Aha. Nee, ich komm nicht durch. Oh ja, ich auch. Kommst du nicht durch? Oder wo das rote Zeichen war, kommst du durch, geradeaus. Musst du langsam fahren, dass du nicht in die Schrampe hängst. Ja, 30 halt, aber. Was funktioniert? Ja. Ach, damals das Obligatorische. Siehste? Ich hab mir nichts.
Ich hab seinen alten Ösi was. Bist du auf dem Klopper oder was? Und? Ich kann mir das leisten. Ich hab 7 Millionen. Willst du nach Metz oder nach Lützenburg fahren? Nach Metz. Warum denn das jetzt? Der ist doch am nächsten jetzt dran, oder? Ja. Das Navi schickt uns doch eh durch, ne? Genau, da fährst du mitten durch. Stoff! Geht nicht so schnell. Steh was am Straßenrand. Metz, Luxemburg. Fahren ab, gut. Fahren. Hat man auch gerade auf der Strecke geklebt. Metz, Leon, was? Gerade auf der Strecke? Na, kuschel dir! Nein! Was will der gerade vor Strecke bleiben? Ja, gerade, du müsstest jetzt links abfahren, rechts abfahren, ja. Was macht der da? Sieht lustig aus. Weiser, bleib stehen, ich fahr vorbei. Für einmal mit Hobbyfahrt. Jetzt geht das wieder los. Was ist jemand da? Das doch, komm ja nicht auf den Gedanken wieder zu bremsen. Macht er doch gerne, weißt du doch. Spende jetzt einfach hier. Hä? Und wieso sind wir da jetzt nicht abgefahren nach Metz? Ist jetzt ein Roller nicht so richtig, aber. Mach Chels. Ja. Durch. Der vorne fährt, gibt den Weg an. Und lässt sich nicht reinreden. Was denn jetzt klappern? Gut, dann fahren wir bis zur. Ja, schon bin ich auch. Fahren wir nach Metz. Fahren wir nach Metz. Oh mein Gott. Dein Hund, die Zicke hier. Nee, ich will das. Aber jetzt wird leer. Ich kann ja gleich mal hier rumzicken. Wenn ich nicht gleich meine Gummibärchen hier aufkriege. Jetzt hat es geschafft. Jetzt spielt Elend. Er wieder von uns, jetzt spricht er nicht mehr. Elende Mimose, Elende. Aber Metz kommen wir nicht mehr vorbei. Ja doch, davon ist doch noch meine Abfahrt. Mensch, mach den Klipschen auf, du Arschkante. Ich krieg meine Gummibärchen nicht auf. Scheiße. Ah, selber schuld. Zum Kotzen. Boah. Was war das jetzt? Ich war auf die Seite gelegt, ne? Alles gut, morgen klar. Wir werden sofort Gummibärchen essen. Ja, und Gummibärchen ausgerutscht. Oh Mann, ich hab 80, 90, 100. Echt jetzt? Oh Mann, da hat's Bums gemacht. Da hat sich echt auf die Seite gelegt. Gesprungen. Ach, Gott. Wer liegt jetzt auf der Seite? Ich hab gerade auf der Seite gelegen. Robby ist neben drauf gebrummt. Na, haben die Kleinen wieder Bums gemacht? Robby, du bist auch, glaube ich, schon dunkelrot, oder? Ja, nur noch die Scheiben sind ganz. Aber es nicht geht. Ich hab Angst, hinter euch zu fahren. Nee, wenn du hinter dem fahren würdest, könnte ja nichts passieren. Das sind immer die Augen der politischen Bremsbewegungen. Ja, immer sind es die anderen, die schuld sind. Ja, die bremsen ja auch nie. Weil du darfst nicht zu nah ranfahren, da fangen die an zu mucken. Ja. Da musst du wirklich aufpassen. Ja. Deswegen müsst ihr Abstand halten. Aber Robby hat es nicht mehr geschafft. Ja, wer bremst, verliert. Meine Bremse ist kaputt. Was wurde WD-40 drauf gemacht, ja? Das brauche Werkstatt, Mann, das kostet mich mehr als wenn ich ganz scheiße dahin fahre. Ich kann heute eine Werkstatt fahren. Ich habe erst 4600 Schaden am LKW. Oder an der Ladung. Ja, die Ladung kann man ja nicht reparieren, gell? Nein. LKW ist noch ganz. Bloß die Ladung hat etwas mitgenommen.
Weil mir da jemand hinten reingebumst ist. Bist du überhaupt Kraft holen? Nein, ich bin schon an der Werkstatt. Ja. Wo im Metz? Achso, da im Metz. Wenn jemand die Garage braucht, wenn sie eine geben soll, dann kann er die sich noch holen. Oh, wer kommt denn jetzt hier von vorne? Tobi! Da ist meine Statistik total im Eimer, ey. Oh Gott. Tobi, ist der war echt geil. Was ist das? Kannst du die Zeitung nochmal sehen? Ihr könnt das gerne im Livestream nochmal angucken. Zu spät, ist schon vorbei. Welche Minute? Scheiße. Warte, das müsste bei 55 Minuten circa sein. Geil. Ich wollte nur ein Bad abholen. Naja, jetzt aber einfach mal. Bock. So, mal gucken, was mich der Spaß kostet. Ja, 58.000. Jetzt lauf, fahrt mir ruhig in die Karre, ihr Hippies. Ja, die Gamer sind weg. Muss jemand tanken? Oh, geht los. Danke. Also den Sprit, er braucht den Sprit. Da vorne ist eine Tanke. Warte, Junge, mal sehen, was rauskommt. 12.000 geht schon. Seid ihr da alle dran? Wahnsinn. Oh mein Gott. Da ist auch die Leitung nicht ganz mehr so. Schauen wir mal. 1% Schaden, ich repariere noch nicht. Platz da. Hey, Klapper war rot. Yes. Haben wir jetzt hin? Ja, leck mich am Arsch. 63.900. Die scheiß Ladung ist ja 50.000. Ja, da muss ich doch. Ja, mal gucken, was sie abgeschickt hat. Wer fährt mir da hinten wieder auf? Du Trottel, sie ist rot und wieso fährst du mal auf? 10% Schaden haben wir. Wir haben keine, das ist ein Wahnsinn. Was Leute? Hab 6% schön. Dank dir. Warte. Lohnt die Fahrt wenigstens. Wer hat gebremst? Ja, ich muss ja bremsen. Da muss ich was sagen, ganz einfach. Bei dir, wo fährt ihr hin? Und wieder unterwegs? Wir suchen gerade irgendwie aus der Werkstatt zu kommen. Lebend. Okay. Dann komme ich wieder da zur Werkstatt hin. Oh, nehmen wir vorne raus. So wie wir gekommen sind oder hinter mir dann? Oh, seht ihr besser. Theoretisch fährt sie dem Navi nach, oder? Mit Metz unten raus. Stimmt das? Oh. Denke schon. Gut. Jetzt seid ernst hier, bleib ich stehen. Dann am Möhre. Dann hätte ich auch schon wieder. Ja, das wäre hinter mir. Unterm Haar etwas. Ja, Mann. So siehst du, dass das grün ist. Weil ich ja, das auch immer vor. Weil ich im Urin habe. Boah, ey. Boah, ey. Da ist Kinski, hau ab hier. Honig oder wie der jetzt ist.
Du hast dir gesagt, wir bleiben stehen bei Rot. Ja, ist okay, ich habe jetzt gar nicht. Ich habe einen PKW. Bin ich jetzt Erster? Oh Gott, ich bin Kanonenfutter. Oh mein Gott. Wir fahren alle toll mit hin. Oh. Ich bin Kanonenfutter. Na super. Muss das sein? Ich hab's nötig. Ich brauch Cash. Ich will nicht ausgeben. Ich will noch nicht sterben. Tobi, hast du jetzt auch einen Auftrag oder? Nö, ich fahre ja unten hinterher. Okay. Da ist ja nichts nach unten runter. Da muss erstmal einen Schaden reparieren. Den Castor wieder verursacht hat. Und ich? Es hat mich gefreut, mit euch zu spielen. Hast du nie auf die Seite gekickt? Nein. Der hat einen Kreisverkehr zu weit innen gemacht. Man hat ihn ausgehebelt. Wollt P-Cars fahren. Das ging aber nicht. Ah ja, Gummibärchen aufmachen. Oh, gute Idee. Du nicht weiser. Dabei. Oh Mann. Ey, die wissen auch hier alle nicht, wie sie fahren sollen, oder? Ja. Ruhig. Tom, fahren wir nicht ganz so schnell. Nicht so schnell? Ja, ein bisschen langsam. Wir stehen immer noch an der Stand. Ja, deswegen. Gott, dann fahre ich 70. 60, bin Opa. Ja, Stämme auf 60 mache ich auch, dann kommen sie nach. Ja, ja, habe ich schon. Falscher Abport. Nö, selbe. Und jetzt ist alles weg. Stimmt. War überhaupt noch am Server? Nein. Hast du nicht gerade gelesen, was Admin geschrieben hat? Nee. Sind alle gebannt. Alle gebrannt? Ja. Gebrandmarkt. Ja, ich hab's nicht ganz gelesen. Ich hab nur das mit Licht gelesen. Von 7 am bis, von 7 pm bis 7 am. Das Licht einschalten. Was hat er noch geschrieben dann? Mein Russischer wird eingerostet. Das Russische habe ich gesehen, ja. Leiden jetzt wer überhaupt schon? Ich bin bei der Raststätte da unter Metz, bei der Maut. Mhm. Was da wieder kommt. War ja eh ganz gemütlich. Mit mir ist eigentlich eh Rille mit dem Licht, weil ich hab's eigentlich immer an. Ja. Siehst du sonst nichts, ne? Richtig. Deswegen Dachbeleuchtung an, Frontbeleuchtung und Fernlicht. Genau. Ich bin einmal durch die Maut durch und da packe ich mich dann ein.
aus der Overdue. So. Noch wer kommen sollte. Ah, einmal grün ist da. Nochmal grün. Okay, weiterfahren. Fahrt weiter, nicht stehen bleiben. Nee, komm, fahr. Komm. Ich hab immer schon gut. Ups, da kommt wer. Da kommt da. Ich wollte sogar wegen dir extra. Super. Danke, hab euch alle lieb. Fünf PKW vorbeigehoben. Oh ja. So. Und geschnitten. Ja, dann gib Gas, komm. Fahr raus, du. Gib Yummy. Ja, ich stehe ja schon beim Motorfahren. Meine Füßen geht nicht. Zack, aus dem Windschatten raus. Oh, ihr kommt vorbei geheizt. 47. Hab mich rangesaugt. War nicht langsam, wer ist denn das wieder? Keine Panik, da bin ich. Achso, der Tobi! Du bist vorne, dann fahr du vorne, bitte. Nee. Gut, ich hab keinen Weg. Ich weiß du nicht, kommst wo lang. Hier nie rein. Du hast keinen Weg? Gut, dann. Also ja, was Alter, jetzt? Guck auf der Map und mach dir einen Punkt zu Bordeaux. Da siehst du doch den Weg. Dann fahr mir nach. Robby, das wird nichts. Alter, was ist denn das hier? Lass doch vorne mal hin. Ja, nee, der Tobi fährt nämlich jetzt geradeaus. Ja, ganz ruhig. Er dreht um auf der Autobahn. Das hat so das Navi in sich. Drehen Sie um. Bitte wenden. Bitte wenden. Genau. Oh Mann. Wer kommt? Bammer. Jeder. Weißer hat einen Unfall gebaut. Ich hab den Unfall gebaut, das wird schießen, Heikeheiz. Als wären die einen vor zu klein ist. Ja, die Mautdinger gehen mir in Frankreich schon besorgen, sag. Du hast aber 5 Meter hin. Ja, warte mal, bis jetzt Italien-Add-on kommt, ne? Da hast du noch mehr Maut. Wir haben noch 850 Kilometer. Wow. Ja, ich hoffe, sind wir noch Werkstätten in der Nähe. Eiskold, einen wunderschönen guten Abend. Na, ich sag ja, an einem Abend schaffst du nur eine so eine große Tour. Oh mein Gott, wer hat denn diese Tour ausgesucht? Hast du. Aber. Es ist nur Bundesstraße zu fahren, hey. Dann gibt's keine Pausen. Fahr mal nach England, da wird es richtig lustig. Mhm, hab ich schon bezahlt. Das Fahren auf der falschen Straßenseite. Ja. Die fahren dort alle wie in Europa normal. Ja, nur links. Die Reise geht nach Bordeaux. Sollte. Ihr solltet nach Bordeaux gehen, falls ihr so viel Geld habt. Das wird aber, glaube ich, eine reine Minusfahrt. Oh ja.
Noch habe ich 6 Millionen. Durch Ankommen habe ich noch 2. Wie kann man ein kleines Vermögen machen, wenn man vorher ein großes hatte? Was ist denn jetzt hier, Robin? Oh. Gleich ganz schön. Ja. Ich. Ach, war ich ja nicht schon mal. Wo seid ihr eigentlich? Die Straße kommt mir recht bekannt vor. Na, klappert der alte Atlas. Nee, ich bin die heute schon mal gefahren, heute früh. Oder heute Nachmittag, den Rest. Wenn ich mal im Bordeaux war. Nee, ich bin nach Toulouse gefahren. Oder kann sein, dass die Strecken alle gleich sind in Frankreich? Nee. Das ist in Deutschland schlimmer. Jo. Oh. Das Viadukt kenne ich nicht. Vor uns oder hinter uns? Kommt mir aber auch nicht bekannt vor, die bin ich heute das erste Mal gefahren. Ja. Mindestens im Hellen. Also du bist jetzt ein halbes Jahr nicht gefahren. Mein LKW ist lila also. Drin. Sehe ich nicht. Lila? Ja, doch die Wandbeleuchtung, die im LKW drin ist. Hm, hab ich auch. Hm. Gut. Sag mal, nehmen die alle Drogen, die Typen, oder was? Seid ihr? Ah, da hinten ist einer. Oh Mann, da kommen wir schon wieder. Das ist alles blau. Millionen von blauen Flecken. Na dann, alles cool, einen schönen Abend. Ja. Ey, wieso stehen die an den Wald da rum? Die kiffen. Mach mal, du kommst gleich vorbei hier. Die sind alles im Wald hier. Kiffen. Muss jemand danken? Danke. Ja, danke, ich bin hier nur schnell weg, bevor mir ein Auto wieder kaputt ist. Was ist denn hier los? Ich bin alle im Wald. Einer tankt, kann er schlafen, da fahre ich weiter. Ja, irgendwie stehen die ganzen Autos hier. Sowieso hupen die einen immer so an, so liebevoll, wenn man entgegenkommt. Als Gruß. Oh, oh doch, also als Gruß. Gruß. Da ist ein LKW vom Band gefallen. Gruß, okay. Hä? Die fliegen. Naja, einer ist gerade vom Baum gefallen. Ups, da kam er. Macht er schon wieder Pause oder was? Kam nur einfach so vom Himmel gefallen. Es Puda? Spanisch oder was? Ich hab mit Euro bezahlt. Wieder einer wieder in. Oh, da fährt er wieder im, im Acker. Hey, das ist ein Landwirtschaftssimulator auch noch. Peter, jetzt schmelzen doch hier die Kilometer. Das sind ja bis auf 707. Geschwindigkeitsbegrenzung in den Ortschaften, ist es okay? Ich wollte die auf der Vorne. Agrar-LKW-Simulator. Wir bremsen, wir bremsen. Oh, du bist hier ein Ex-Penner. Ich kann aber auch nicht schneller werden. In der Ruhe liegt die Kraft. Fußgänger! Also der Blattmann! Ja, den bin ich schon drüber gefahren. Wir kommen klar, du bleibst so gemein. Hängen. Passt, bevor es rot wird. Wieder eine Tankstelle, muss ja tanken. Wenn du schön im Bordeaux bist, dann brauchst du nicht mehr tanken. Also bei mir ging es sich aus bis nach Bordeaux. Ah, das ist hier ein Drecksjude. Jetzt nicht, du hängst ausgerechnet an dem Schild da dran. Ich hänge ja normalerweise nicht mal an dem Schild dran.
bringst du denn dann? Du hängst dann nirgendwo. Sollen wir jetzt auf euch warten, oder? Wollen wir warten? Wollen wir schieben? Zu spät, an der Tanke vorbei. Ja, ich auch schon. Ah, nee, ja. Ja, wir könnten bei der nächsten Tanke mal warten. Oder wir fahren einfach im Wald. Ja, machen die meisten, ne? Ja, kannst Feld ampeln gehen. So. Da sind wir da, am Ende der Welt. Alles nur Kreuze. Ja. Ich darf eigentlich gar keine Schwerlast verwenden. Hey, ist meine Statistik total im Eimer. Hast du wenigstens bei Spätfrau angemeldet dafür? Ja, freilich. Deswegen sind meine Statistik im Arsch. Deswegen sind schon Kacknübs, ey. Bitte voll Wichser. Was denn nur für eine Statistik? Ich war immer noch der Beste mit dem wenigsten Schaden. Wo? Spätfall. Ja. Speditionssoftware. Für Profis. Jetzt rutscht Klapper wieder in die Anfänger-Riga rein. Ich habe schon 2,5% Schaden. Das sind 4.890 Euro. Boah, wenn die Frummel rein, was soll denn das? Das ist doch Käse. Hübi, fahr doch mal vorne weg. Jo. Da kommt keiner. Du bist ja eh schon als besten Weg jetzt, oder? Ja, ich habe jetzt Bordeaux einfach mal eingegeben. Ich fahre bei der nächsten Tankstelle mal rechts ran und warte auf euch, oder? Sehr gute Idee. Da hinter mir vor euch? Nee. Einbahn, wurscht. Strafezahle. Halt man nicht Straf. Vorbei. Du machst richtig, brav, Caster. Dafür bleibe ich jetzt hier gleich hängen. Genau. Nein, es geht schon normal. Steht da hinter mir? Ja, da? Na, Robby fährt gleich wieder. Ah, der Robby ist es.
Weil er kommt, ne? Was macht der? Versteckt sich. Der ist doch. Er hat mich wieder überholt und ich bin in den Dorf gebrummt. Nee, oder? Ich hab 50% Schaden, weil du genau vor mir reingefahren bist. Was du überholt hast, bist du alleine eingezogen. Ich hab 50% Schaden jetzt. Jetzt warten wir hier. Herr Kaster, du hast aber schon gedankt oder bist du durchgefahren? Brit komme ich ewig hin, nur. Aber Motormäßig wäre ich dabei. Boah, der, da rauscht er her. Das war klar. Kaster, du bist dran, als Erster zu fahren. Oh Mann, oh Mann. Das ist. Du scherst aus. Wir müssen irgendwo eine Werkstatt suchen. Jawohl. Schon wieder. Okay. Schon wieder. Warte mal, dann bleibe ich mal stehen und nachher suche ich uns einen, oder? Bleib gleich da, wo stehen. Sorry. Wir fahren sowieso rein theoretisch durch Borges. Papa braucht noch ein bisschen. Wo sind wir denn? Werkstatt. Ich hätte zum Anbieten. Borges, fahren wir automatisch dran vorbei. Der Borges, ja genau. Da hätten wir eine. Das mache ich. Jetzt kommt er. Mach mal. So, Klapper, langsam. Bremst, Klapper. So, jetzt kommt der nächste von hinten. Oh, Vorsicht. Was war denn das jetzt? Live on YouTube. Oh Mann. Pro-Treiber. Genau. Ah, Entschuldigung. Wo wäre er? Da mal wieder. Ja. Ja. Links. Er ist überholt unsere Sand und dann hat er die Warnblinke draußen. Und einer dran vorbeigefahren. Wie die Gas kann. Weiß ja auch Murphy. Eddie. Euch überholt vorne einer. Oh, ja, lässt aber noch Platz. Das sah gerade bei mir ein bisschen anders aus. Haben wir es eilig? Nee, da fahre ich das, was sein soll, oder? Seid ihr schon hinter mir? Einer. Ich bin hinter dir. Wir sehen die grünen Punkte. Ja. Wenn ich euch zu langsam, dann gebe ich Gas. Nee, passt schon. Passt schon. Noch einer live on YouTube. Der überholt euch jetzt vorne. Oh, schön heller hier. Wenn der kommt. Mhm.
Hier kommt noch einer. Mit dem G29 Racing. Kommt noch ein. Oh, der kommt aber richtig schnell. Den haut's aber gleich raus. Bremsen. Ja, wir müssen links. Anders geht's nicht. Alter, fahr mich auch nicht in die Karre hin. Aufenthalt in Badges, also ich war noch nie da. Wenigstens habe ich ausgesucht, wo die Werkstatt drin ist. Ja, und dann noch ein Stückchen weiter noch. Ja, und dann rechts. Ja, ja, ich habe sie einprogrammiert bei mir. Einprogrammiert? Ja, das Navi. Mann, ja. Ich habe es ausgewählt. Und dann schickt er mir hin und dann wieder normal weiter. Dann bin ich ja stehen geblieben, dass ich auf die Weltkarte komme. Ah, oh, da ist er. Ah, oh, das war ja mit ihrem Kreisverkehr und so weiter. Ja, so wie Vorlänge. Ja. Versuchert. Huck. Alter! Was ist der? Fahr ich auch gleich in die Werkstatt, ist eh schon egal. Kann ich jetzt ein Rauchen gehen? Ja, ja, kannst schon. Nee. Wie, nee. So, nee. Boah, der Meister ja. Bier da rein. Ich hab da eh sehr beschaden. Wer ist denn geradeaus weitergefahren? Ich hab sehr viel Meter. Mit der Bordurteilfunktion. Klapper wollte sich nicht reparieren. Warum sollte ich? Weiß ich doch nicht. Mein LKW ist ganz. Du hast doch gerade gesagt, du hast Schaden. Am Abflieger, ja. Weil mir ist noch keiner von Tagen reingefahren. Ja, warte auf mich. Bist du nur in der Robby-Form gesehen? Ich habe jetzt dann. Ja, 2% habe ich repariert, also das wird reichen. Das reicht ja dann fürs nächste. Wahlverschleiß. Ja, der 500 € habe ich gezahlt, das ist ein Wahnsinn. Nee, ich habe 47 bezahlt. Kann ich hier anklopfen? Was? Da kannst du mir einfach bremsen, ich bin hinter dir, hallo? Was denn? Setz doch mal ab, bevor du kaputt gehst. Weil ich habe bis jetzt bloß am Aufliegerschaden bekommen. Ich gehe mal schnell einen rauchen. Warte mal. Okay. Ah, du Drecksvieh, hätte ich was gesagt. Wer, ich? Nee, das Bettfahrer ist gerade abgekackt. Ach ja. Rauchen?
5 Minuten. Okay, da stehe ich mal auf. Ah, okay. In die Büsche. Was in die Büsche? Geh doch im Wald. Ja. Hier ist Silber, nicht schlecht, da kannst du auf die Straße gehen. Ah. Und tschüss, das Schild war weg. Oh Mann, dieses verkrampfte Sitz. Bin ich nicht gewohnt. Dann leg dich doch hin. Ja. Einstellen, ja, wenn du immer drin warst. Bitte. Reichen da nur kurze Bewegungen auch? Aber es, wo? Ja, du brauchst bloß kurz vorfahren, das reicht schon. Sind das so kurz 2 Meter, 3 Meter? Du brauchst bloß kurz anfahren, dass du dich bewegst mit dem LKW, mehr brauchst du nicht mehr. Okay, das also habe ich brauchst nicht die ganze Karte abfahren. Das habe ich gerade gemacht, ja. Ja, das ist leider falsch. Du brauchst nicht die Karte abfahren. Nee, du brauchst dich bloß ein kleines Stück vorbewegen, einen Zentimeter oder was ich. Habe ich. Das reicht schon. Gut. Oder rückwärts fahren, wenn du rückwärts Platz hast. Ich habe beides gemacht. Dann solltest du in den nächsten 5 Minuten hinkommen. Gut. Dann wirst du nicht gedisst. Gut. Oh, Kastel, die Zeit ist um. Ah, Store, ich kann nicht einmal nach vorspringen. Nein. Nein, du kannst nicht in den LKW einsteigen. Nein. Das müsste noch so funktionieren, dass du aussteigen kannst. Also. Oh, wie auch da. Was ja cool wäre, du gehst hin, im Anhänger, läufst hin und tust den Anhänger abkuppeln und der fährt los. Robi. Mama. Robi. Kommen nicht raus. Nee. Bin zu weit aufgefahren hinten. Naja, dann machen wir es so. Robi schläft. Oh. Der Jägermeister gewinnt. Oh, das ist mal schön gemütlich und mit 1 km/h über die Straße. Oh, herrlich. Was? Ich immer das Gehetze. Hier gerettet. Sophia, stehen Sie, mit noch zur Pause. Nein, nicht fahren. Mit 1 km/h. Na, fahr doch mal schneller. Nö. Komm, gib Ketteklapper. Ey, mit 1 km/h geht gar nicht. Da geht das. Ey, ich komm immer auf 2. Profis halt. Da fehlt ja halt ein gewisses Skill, fehlt ja da. Ich glaube, er fährt mit dem Petitionsabwehr. Ja, die Fuhrer war wenigstens einen Vorteil, dass ich wenigstens keine Mörder schrubben konnte. Kriegen durch eigentlich mehr dafür. Ich kann es nicht lesen. Die Brücke muss ganz bleiben. Ja, mein Sonnenmann hat was zum Lesen gegeben und ich soll nicht Handy lesen. Ich soll nicht lesen während des Autofahrens. Aber das scheiße, ich hätte mein Auto kaputt. Hm.
mein schöner neu aufpolierter Volvo. Gestern gekauft. Nur 5500 Kilometer erst. Und hast du ihn schon geschrottet? Nee, noch nicht. Zur Zeit. Mag nicht. Bei Vollmann hat er 2,7 runter. Wenn ich jetzt gerade fahre, zumindest. Das hilft dein Österreich, ging gerade drauf. Gibt's da überhaupt Kilometer in Österreich? Das sind das Meilen. Es sind schon Kilometer, ja. Wer ist denn hinter mir eigentlich? Ich. Kommt was von vorne. Ich hätte ja gleich hinten auf der Ladung. Nee, oder? Oh, kann ich dein Auto kaputt machen? Ich hab Angst. Ja, aber du musst aus Angst nicht bremsen. Das hat mir jetzt wehgetan. Ich bin in der roten Schüssel. Wieso? Wieso? Ich musste ja, wenn der Weißerfahren auch bremst. Ich muss vorher weiterfahren. Ich habe nicht viel gebremst, hey. Ich habe gar. Das war nur ein kurzer Antipper. Ich bin nicht einmal 3 km/h langsamer geworden. Du bist wieder zu dicht durchgefahren. Das ganze Fahrwerk rot, das war nicht gut. Ich weiß nicht. Ich bin in der Werkstatt weggefahren, ne? Hast du repariert, wo du an der Werkstatt warst, oder hast du bloß drauf gestanden? Okay, war ja alles ganz eigentlich, ne? Ja, da war nur das Problem, eigentlich. Ich bin nicht einmal 2 Kilometer langsamer geworden. Abbiegen. Lass mich mal 50 Kilometer hinten ran. Oh, hier ist die ISS. Das ist das halt gerade Auto kaputt. Also Entschuldige, Achtung, ich muss bremsen, gell, nur in dem Fall. Das bremse ich für gar nichts mehr. Jetzt will ich eigentlich uneinig dort hinten, ne? Wieso? Ich fahre eh. Weil irgendeiner hupt hinter dir. Ja, der war hinter mir. Eben, du sagst es, hinter mir. Jetzt geht nur noch von Gas. Ich stehe schon dabei. Dann gib Gas. Wie immer das ist. Aha. Der hat noch keinen Schaden. Dann bitte. Hab Angst, ich will Schlusslicht fahren, ist mir lieber. Wo lass dich ja nicht vor. Hab ich schon. Muss ich aber ein. Castro, warte mal. Mach mal die Lichter an, guck mal. Ja. Blende in die Birne. Beide Motor wieder aus, weißt du? Oder Schaden. Oh Mann, stimmt, das ist er vor mir. Er hatte Probleme. Ich hab keinen Abschleppwagen, dass ich euch zwei ziehen kann noch. LKW von vorn. Aber ich könnte ein bisschen Abstand lassen. Könntest du? Was meinst du, passe ich noch dazwischen? Ja, so Platz genug. Bist du eigentlich nicht vorne, Tobi? Ja, ja. Nein, Tobi hat gerade am Straßenrand gestanden. Ah. Ich glaube, weil ich immer so hin und her wackeln will, dann würde ich noch dazwischen fahren zwischen den beiden. Ja, das ist halt nur diese Halbprofis mit Tastatur. Ja. Kommt jetzt leider durch den Lenkrad. Ich höre um, wenn ich gerade sagen. Nee, das ist die Kiste auf dem Beifahrersitz. Die leere. Der leere Kasten so. Der mit seiner Brause. Nee, das bin ich, glaube ich, mit der Brause, oder? Nee, du hast Radler. Genau. Ey, lass Platz. Ja, Adler, cool. Na, ich mag ihn. So schön süß. Ich mag nur, wenn man trampeln kann, das Rad mag.
Hey, 400 Kilometer noch mehr. Komm mir nicht so nah. Doch, näher, näher. Ich komme von hinten, schieb noch ein bisschen. Hm. Oh. Das ist schon mal eine Maut, ne? Danke. Wir fahren mal durch. Oh. Elefantenrennen oder was? Ja. Ja, sogar. Bleib auf deiner Spur. Okay, ich blend auf, sicherheitshalber. Robi, blendet dich das überhaupt vorne da? Nur eine Frage. Nö. Gott, du hinter mir. Kann ich jetzt erfahren? Jetzt zum Motorausgang, jetzt ist es doch dunkel. Oh Mann, hey, wieso stehst du da? Sind die Teelichter ausgegangen oder was? Ja, Motorschaden. Ja, der Hamster ist aus. Hamster hat keine Puste mehr. Schreck mich da. Ich clash dir gleich hin drauf und frag deine. Ich fahr schon ganz links, dass du vorbeiziehen kannst. Ja. Was? Ganz links? Vielleicht knutscht er euch. Hat er schon fährt immer links. Man, es wäre normalerweise fährt ein Normalsterblicher rechts, dass man links überholen könnte. Aber nicht als LKW-Fahrer. Das war klein links. Naja, er ist rechts, also fahr ich links. Sind wir bald da? 333 Kilometer. Oh Mann. 353. Wo bist du? Klapper. Ich ziehe jetzt ohne Werkstatt durch. 337 hab ich. Ich hab da die Klett am Anhänger. Hast du gerade Schleppstangen rausgeholt oder was? Oh Mann, jetzt seid ihr so weit Klapper vorne. Geh weg. Warte, hier kommt die Tunnelwand. Mal Klapper, soll ich mal langsam ranfahren und versuchen dich zu schieben, ohne Schaden zu machen? Nicht bremsen, du nicht bremsen, ja, dann häng ich hinten drauf. Du müsstest selbst ins Kastor schieben, weil der kommt nicht hinterher. Warum denn? Ja, anscheinend komme ich nicht hinterher, weil ich bin ja da 20 Kilometer nicht hinter euch. Nicht bremsen. Zentimeter ja, noch. Zack, ran mit Robi, stehst du schon wieder? Ja. Jetzt überhole ich dich. Das ist doch hier erschienen. Ja. Na, der Klapper, der zuckt immer so sehr hin und her, gell? Das geht nicht, Tobi. Ja. Vielleicht ist es ein Zuckung. Ja, ich kann jetzt ein LKW anhalten, in die Stube gehen und mit Joystick in der Stube spielen. An der Steam Link. Na, geh mal jetzt voll in die Eisen. Warte, jetzt. Ich könnte ja mal versuchen, jetzt den Kastor zu schieben. Ja, ich tuck nicht so rum. Du bist nicht total anfallen. Ah! LKW von vorn. Nein, es ist nur der Kastor von hinten. Autsch! Boah, ich will gar nicht wissen, was das wieder kostet. Ist ja doof. Na echt, ey. Und gibt denn da sofort einen Schaden? Das ist total unrealistisch. Ein halber LKW im Arsch. Wir haben 8 Punkte, das ist doch nicht gerade da. Ich hab's von allem an dich gemacht, ey. Ja. Wie wärst du? 45. Ich bin ja noch nicht mal schneller reingefahren. Jetzt kann schon schnell sein. Ah, super. Jetzt spinnt mein Getriebe. Ich hab nur noch 6 Gänge. Ich komm. Ja, fahr mal vorbei. Deswegen bist du so langsam immer. Da fahr mal ein Stück zurück, vielleicht findest du die anderen 6 Gänge noch. Mit 37 guck ich jetzt hier lang.
Oh, wir müssen ja abbiegen, Klapper. Ich war lustig, hat Spaß gemacht. Ah. Jetzt können wir anhalten oder was? Ja. Gut. Boah, zu Junge, oh. Ist das der Tobi da vorne? Tobi, bist das du? Ja, kann sein. Okay. Ein Oranger? Ja. Okay. Erst du so langsam? Nee, ich hab jetzt eigentlich wieder. Ja, jetzt wird er gewöhnt, die anderen 6 Ringe. Nee, der 12 ist weg. Oh, verdammt. Da hab ich nur 11. Hat Feuer an, der, so Rück- der hat jetzt Rückwärtsgang jetzt drin. Das Lied als Folterblummer. Oh, wer kommt denn jetzt schon wieder von hinten? Ich nicht. Das kann nur der Weiser sein, oder der Robby. Nicht bremsen. Motor aus, Mann. Der Robby ist hinter mir. Der Robby ist hinter mir. Der kann es nicht sein. Wenn du wieder schneller fährst, brauche ich nie wollen. Ich fahre 90. Ja, ich fahre 89. Mal sehen, fahr du erstmal schneller. Warum komme ich euch nie nach? Das ist ja Wahnsinn, ey. Wenn wir jetzt nebeneinander fahren, muss Klapp auf alle Fälle auf die rechte Spur. Muss anhalten. Jetzt sind sie alle weg. Das funktioniert nicht. Klapper kann das nicht. Außerdem bin ich gerade mit Klapper schon 40 Kilometer nebeneinander gefahren. 40 Kilometer? Das ohne Fahrt. Ja, weil wir Profis sind. Ihr seid es so toll, wirklich was. So spitze. Jetzt übertreib's aber nicht, lieber Ösi. Klapper warm, Fingernagel. Maut. Da kommt einer von hinten irgendwie. Ich. Bin wieder dran. Oh, ihr könnt da Grenzposten. Grenzposten. Ah, scheiße. Bin geblieben. Was? Du brauchst wieder eine Werkstatt. Na, Tobi, LKW aus? Yep. Abschleppdienst. Wir haben es ja fast geschafft, 180 Kilometer noch. Tobi, noch. Abschleppdienst. 180 statt 212. Sind vielleicht 120.000 Schaden, aber ja, egal. Da kannst du nur in den LKW gucken. Hab doch 356 Millionen auf der Bank. Was? Super. Na, das sind die Hardcore-ETS-Zocker. Ja, das sind die. Ne, das sind die Sachen, wenn du Leute eingestellt hast und du fährst die ganze Zeit im Single-Modus. Ja. Und wenn du dann irgendwann auf den Server drauf gehst, dann errechnet er den Zeitraum. Und in dem Zeitraum haben sie dann halt dementsprechend alle gefahren. Ja, da hast du aber 356 Millionen am Konto. Ja, hast du mir schnell mal Milliarden zusammen. Also ja. Mal, ja. Ja. Ja, aber nur meine fahren ja trotzdem, oder? Ja, ja. Ich habe da mal eine Einnahme bekommen. Aber ja, die Einnahmen kriegst du schneller fahren oder langsamer? Die Einnahmen kriegst du nur, ja, wenn du jetzt irgendwo über eine Fähre fährst oder irgendwo schläfst. Dann kriegst du die alle auf einmal. Ah, okay. So geht das. ILP0007. Ja, voll ausgefallen, der Name. Eine Null zu viel. Mhm. Schreibfehler. Ja. Da waren es wieder nur drei Probleme. Jupp. Bin wieder dunkel. Wieder hell. Also ich muss sagen, es ist herrlich mit euch Multiplayer zu spielen. Hinter mir ist keiner, vor mir ist keiner. Super. Ich seh dich. Was? Du siehst mich, das kann doch nicht sein. Ja. Ich komm schon wieder an. Wenn der Motor jetzt ausgeht, hab ich es gleich. Das ist der Toleranzabstand zu den Ösens. Aha. 2 Millimeter, ne? Plus minus 10 Kilometer. Oh, klar, was mit dir ist, wieso fährst du so langsam? Der kann nicht schneller.
Dass du mir abrupt stehen bleibst oder was? Ja, ja, schön. Nö, nö. Ja, ja, ja. Nö, nö, nö. Ne. Computer sagt nein. Und dann 50 noch, Jägermeister. 132. 110. 111. 146 oder 45. 3 Minuten bis zum Aufprall. Oh, schon wieder so eine Maut. Sehen wir es am Straßenrand? Du, das ist eine hässliche Maut. Oder? Oh ne, sah jetzt bloß aus. Da fährt gerade weiter mit 30, dann brauchst du nicht stehen bleiben. Oh, ja, ich fahre bloß nicht mit 30. Ja, cool. Fix hat sich doch ausbezahlt, dass ich da die letzten paar Tage geübt habe. War und ein bisschen gelabelt habe. Die ganze Woche hart trainiert für diesen Abend. Bei 3 Tage. Müssen abbiegen? Jo. Abhiebeln. Ganze Woche. Vollgas abbiegen, los. Ja, wieder. Ah, man, nur cashen. Dann mit Vollgas durch die Schranke jetzt, oder? Boah, Tobi, gib Kette. Bin schon weg. Aber schon was aufgefallen? Hier ist keiner mehr. Der hat hier vorne ist rangekommen, so 500 Meter. Was? Keiner ist auch mehr da. Oh, nur nicht mehr. Nur so weg. Weißt du, oder da? 600 Meter ist weg. Wieso siehst du das? Weil es kann. Wo siehst du das? Du musst den Tabulator drücken, die Tab-Taste. Oh. Aber du bist falsch abgebogen. Nee. Doch. Aber du musst da hin, oder was? Was David zeigt's mir an? Sind alle anderen weg? Wo seid ihr wieder da? Ich hab eine andere Richtung da. Aha, ich bin schuld. Oh Mann, jetzt seid ihr wieder sicher. Jetzt sind wir alle Schritt sind. Und LKW. Na, ja, Mode aus, Mann. Ja, irgendwie ist er drüben in Frankreich die töte Hülse auch schon wieder. Oh, so, alles tot. Na, weil nicht viele das DLC anscheinend haben. War das Wort Level Castor, das war letzte. Ne, Robby war das, ja? Wo wir letztes Mal hier bis rumgefahren sind, das war schon letztes Mal schon zu wenig. Ja, aber jeder das DLC hat. Aber was ich hier auch nicht gefunden habe, also irgendwelche Frachten nach Deutschland habe ich hier von hier aus nicht gefunden. Alles nur Frankreich oder irgendwas in Polen rüber. Das ist ganz schön rassistisch. Die Franzosen mögen deswegen, also die Deutschen nicht, ja. Deswegen musste ich mich ja teleportieren von Toulouse nach Leipzig. Leipzig. Ja. Mit Milch. Und dann müsste ich schon nach Erfurt fahren. Ja, Entschuldigung. Beschwer dich bei den ETS machen, dass sie nicht Weimar eingefügt haben. Ich habe mir gerade das einfach. Ja, vielleicht gibt's dann die DLC von Thüringen oder so. Rund um den Brocken. Was? Brocken? Naja, ist das nicht in Thüringen, oder? Naja. Na, du gehörst mit zu Thüringen, weil ich das in Geografie mitgekriegt hab. Was? Du warst anwesend, oder? Ja, nein. Körperlich. Achso, körperlich. Ich war ein Schwamm als Waschen. Brennendes Klapper ist vor dir, Gaston. Ne? Naja, ich merke das gerade. Der fährt ja auch irgendwie. Ich muss bremsen. Ach, hör doch auf. Weil hier vorne so ein Gestörter hier rumheizt. Was? Hier ist nichts mit gerade vorn. Das sind leider Deutsche heute. Wo sind unsere anderen zwei Grünen? Versuchen sich gegenseitig abzuhängen. Aber Tobi ist noch in Reichweite.
Ja, direkt hinter euch. Robby müsste, glaube ich, in eine andere Richtung geworden sein. Jetzt kommt eine Jona 1913 und Biofarmer. Hat aufgetaucht. Ah ja, ich war auch noch mit, so nebenbei. Erster Aufenthalt im Bordeaux. Großartig. Jetzt kannst du was während der Einfahrt treffen. Jetzt sind wir mit. Da steht bestimmt der Jona 1913, oder? Das? Was ist denn das? Ein LKW vor dir. Ja, 1913. Uru Transport. Was? Uru Transport. Müssen wir jetzt eine weiter? Oder hier nein? Hier rum? Nee, jetzt nicht ernst. Ja, oder rein, wo die gerade reingestochen hat. Wo die da gestochen hat. Oh Mann, du Pisa. Mann, dann fahren hier mit 80 Minuten. Ey, ihr holt hier aus, als würdet ihr LKW fahren. Ja. Was wärst denn du? Auto mit Anhänger? Ja. Ein Trabi. Bleib mal immer stehen, die Penner. Oh. Ich Trabi mit dem Waffenanhänger. Oh. Ich überspring das alles mal, das ist sicher. Ich verdiene eh nicht mehr dabei. Ich hab alles verdient. Juhu. Toller Rabe. Haha. Stahl sind abgezogen. Was war die Fracht wert? 83. Wie viel musst du drauf zahlen? 83. Nee, ich krieg noch 43 raus. 43 Cent oder wie? Ja, da bin ich mal gespannt, was ich jetzt mache. Boah, ich muss noch hinfahren, bitte. Oh, also da rein, da muss ich rein. Das ist das, ich seh mein Auto nicht mehr. Oh, zufriedenstellend, verdammte Scheiße. Oh, 8000 Euro abgezogen für Schaden, ey, geht's noch? Komm, stehst du bei mir drin? Jo. Oh. Ich steh auf dich. Wo muss ich denn da hinfahren? Da muss ich wieder umdrehen. Ich bin vorbeigefahren. Ich bin vorbeigefahren. 60.000 Äste gab's dafür ein. Also bei mir steht tolerabel. Bei mir war es noch zufriedenstellend. Abzugverschäden 40.000. Mein Auto springt nicht an. EP ja, hab ich auch Weiser, du wirst es wohl nie lernen. Du kannst durch mich durchfahren. Ja, aber nicht die Trailer, die hier stehen. Doch, aber den ich dran hab, kannst du. Ja, nun kannst du. Stört dich doch nicht, doch. Wenn ich hier stehe. Doch. Du irritierst hey. Mich. Lieb dich. Oh, juhu, annehmbar. Oh, annehmbar, da geht's aber alles. Ja, wir müssen gleich mal noch später sehen, gucken, wie das aussieht. Ja. 27.000 minus. Plus die 53.000. Also ich bin auf alle Fälle mit Minus gefahren. Das bin ich. Du auch, ja. Ja, wenn ich alles zusammenrechne, hätte ich noch 15 drauf zahlen müssen. Scheiß Spritpreise. Scheiß Sprit. Ist da wirklich die Einfahrt? Ich... Ja, kann der alle alles auch abgeschlacht, dass ich fest bin. Was Grünes. Leuchtet eher was Grünes. Also hier Klammer, gell. Wenn jetzt hier nochmal Lügen tust. Birnen. Bordeaux nach Magdeburg. Bordeaux nach Mannheim. Nach Erfurt. Sogar nach Erfurt. Also ich hatte heute in Toulouse nichts nach Deutschland gehen können. Du wolltest nur die armen Franzosen schlecht machen. Ja. Kann ich durchfahren? Nach Salzburg. Weißer, kann ich durch dich durchfahren? Jo. Da vorne ja. No Collisions Area. Schauen wir mal. Ich trau mich nicht. Wow. Ja, aber nur Schwerlast, ja. So. Einpacken. Ich hab's nicht eingepackt. Bei Magdeburg hab ich nicht. Ich hab bloß Salzburg und Erfurt. Sogar nach Nürnberg. Nee, hab ich nicht. So, wenn da keine Kollision ist, dann fahre ich durch euch durch. Sehe ich jetzt.
Guckst du bei externen Aufträgen oder? Ja, ich gucke immer nur extern. Weil die anderen kennt Level im Multiplayer gar nicht. Ja doch, so müsstest du halt bloß zu der Firma fahren jeweils. Mhm. Ich hab Salzburg. Ach, jetzt hab ich Milo, Milano. Oi. Milo. So, was ist das? Milano. Bei den Ittis. Deutschland habe ich bis eben. Erfurt. Ich hätte die einzige deutsche Scheißstadt wieder aus Köln. Ich hab einen Kranwagen. Über Fachmarkt. 55 Stunden nach Salzburg. Berlin. 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 Ohne. Ich hab's mal aktualisiert, das hätte ich noch ein Anzeigen-Mädchen noch. Dann mach ich aktualisiert, irgendwann mal sehen, was rauskommt. Bist du bei dem normalen Frachtmarkt jetzt dran? Externe Aufträge, also, Motorfakt. Also, sag doch. In Dortmund hätte ich jetzt noch. Da will doch keiner hin. Nee. Warum nicht? Ich hab nur Erfurt. Nur Erfurt, der Rest ist alles Schwertransport. Wollt ihr jetzt echt nochmal so einen langen Auftrag vor? Nein. Köln, Dortmund, Mannheim, Kassel. Wir werden nämlich nach Uppsala fahren, nach Schweden. Bis 2400 Kilometer. Okay, hey, das sitzt auf einer Arschbacke ab. Ihr könnt eine Lokomotive nach Le Mans fahren. Wer, wo? Salzburg hätte ich noch. Du Dreckblick, sei der Verhurter. Das habe ich immer noch nicht da. Nein, im Motorrad fahrst du gerade zurück. Ja, endlich eingepackt. Ausgezeichnet, ja, super. Streber. Ein Blitzer Wasser. Und ein Level 20 habe ich erreicht. Ich super. Hätte noch eine Asphaltfräse noch. Milano. jetzt habe ich die Profis hier. Was ist denn wichtiger? Hochwertige Fracht oder zerbrechliche Fracht? Hochwertige. Hochwertige, gut. Oder Fernverkehr. Habe ich schon alle. Ja, dann hochwertig. Was du auf jeden Fall nicht brauchst, ist die ADR-Scheiße. Die brauchst du eigentlich die gar nicht, den Dreck. Die habe ich auch schon alle. Egal. Ja, Rotz. Weil es gibt so gut wie keine Aufträge. Oder da gibt es kein Geld dafür. Ich hab ja, noch von Bordeaux ne? Nach La Rochelle. Die Asphaltfräse. Ich brauch 280 Kilometer. Noch zu viel? So letzte Seite, ja. Oder? Was hast du denn? Streckenlänge oder Preis? Preis. Und Pfeil nach oben. Streckenlänge und Pfeil nach oben habe ich. Ja. Dokumentive haben wir noch. Streckenlänge. Ich hätte noch was Bordeaux, hätte ich noch. Und dritte Seite. Wo wollten hinfahren überhaupt? Ich muss Streckenlänge, nur die Streckenlänge. Was für Streckenlänge fallen da oben, oder? Ja, genau. Dritte Seite von hinten ist bei mir nicht. Nein, vorne. Dritte Seite von vorne. Hab ich keine Eisenbahn. Bordeaux nach Le Rochelle. Ja, genau. Was ist die Bahn? In Zug? Nein, Asphaltfräse. 280 Kilometer. Was, dritte Seite? Ja. Musste oben sortieren nach Streckenlänge, Pfeil hoch. Nur Streckenlänge. Und externe Aufträge, oder? Ja. Externe. Ich habe da als Halbzeit noch Clermont hätte ich da was. Auf der dritten Seite. Hab keine.
Ah, da habe ich eine nach Dijon. Ist aber die 1, 2, rechte Seite. Aber wir müssen alle nochmal gleichzeitig aktualisieren. Achso, aktualisieren, gut. Ne, weil Dijon hätte ich, die Asphaltfräse, die ist bei mir auf der 7. Seite. Oder 6. Seite, Entschuldigung. Hast du auch sortiert? Aber hätte ich, na warte mal. Bitte? Sortiert. Clermont, meinst du? Clermont? Asphaltfräse, Frittigen 808, da war da noch Clermont, oder? Nein, nach Le Rochelle. 9000 Reparatur, Stücken Holz. Ja, dann drücken wir mal alle gemeinsam auf Aktualisieren, vielleicht kommt dann was. 1, 2, 3. Ja. So, Seite 3. 3? Ne, das ist zwei die zweite jetzt. Von oben. Bordeaux, La Rochelle. Nö. Da ist bei mir Batterien, Transformator, Gleisketten, Altverpackung und Treibstofftank. Okay, Seite bei super. Mir. Wo wollten wir hin, was? La Rochelle. Hab ja, ich sowas. Ja, La Rochelle habe ich auch. Da haben wir alle was anderes da drin. Also ich hätte auf der dritten Seite noch Toulouse, noch Le Morges oder wie das Nest heißt. Ja genau, Toulouse hätte ich auch was. Ja, da habe ich aber bloß... Nach Nantes, nach Rennes? Kabeljau habe ich da. Kabeljau. Ja, Kabeljau nach Toulouse. Ich hätte noch Dosenboden nach Nantes. Also wenn wir jetzt alle was für Toulouse haben, können wir gerne nach Toulouse fahren. Von mir aus habe ich auch was. Oh. Toulouse habe ich, ja? Gleisketten. Oh. Ja, die habe ich auch. Kabeljau. Filets oder irgend sowas. Warte mal, ich hätte LKW-Batterien und atlantischen Kabel. Ja, genau. Atlantischen Kabel, ja. Den gibt's auch. Der um 6000 habe ich. Also jetzt nach Toulouse oder was? Ja. Ja. Aber dann nehme ich die Gleisketten, das sind bei mir mehr. Bringen mehr. Auch Toulouse. Passt. Hab ich angenommen. Ich nehme die. Auftrag annehmen. Nimm die Gleisketten. Fast habe ich angenommen. Gucken, wo das wieder ist. Und dann muss ich schon wieder 100 Kilometer fahren. Ja. 80. Hä? 182 Kilometer? Ich muss 80 Kilometer fahren. Ja, ich auch. Da kam auf diese glorreiche Idee. Das war. Tobi. Danke. 182 Kilometer bin ich ja leider, oder? Ja, zwei Stunden Leerfahrt. Oder steht der Hänger irgendwo hier hinten? Stimmt. Wieso bleibst du mit dem Kreis nach Gerstein, du Hurst? Weil ich gucken muss. Ich hab einen Sohn in Sachsen, so ein ja. Frosch. Hey Sir, was machst du? Jetzt kann ich gar nicht schneller als 90 fahren. Ich kann trotzdem nicht schneller als 90 fahren. Ich auch nicht. Ne, weil du halt einen externen Auftrag hast. Ja, und? Ja, deswegen, World of Trucks. Wenn du jetzt einen normalen vom Frachtmarkt genommen hättest, hättest du so schnell fahren können, wie ihr willst. Ach so, ja? Wenn ich jetzt externe genau. Aufträge nehme, kann ich nur 90 fahren. Richtig. World of Trucks sperrt dich dann. Alter, was über 90 km/h ist. Ah, okay. Die ist der Klapper. Wegen. Ja, aber die anderen fahren schneller, oder? Ich bin doch heute auch über 100 gefahren mit World of Trucks-Aufträgen im Singleplayer. Die gehen aber normalerweise nicht. Nee, ich kann bis 90 fahren. Nee, doch. Im Singleplayer geht das, weil du dort abschalten kannst. Aber nicht im Multiplayer. Aber was mit den Folgen, wo schneller fahren? Die haben ganz normale Frachtaufträge. Echt? Wenn wo du hinfährst zur Werkstatt und hier das Ding dann. Ich kurz nochmal ab hier. Aber im Singleplayer kannst du schneller fahren, nur im Multiplayer geht das. Ja, genau, weil ich bin ja. Wegen 51 kackt am Sende, du Penner. Zurück, du Vogel.
Ich wollte noch eins saufen. Das ist ein Fragezeichen. Ich musste bei den Fragezeichen vorbeifahren, das hilft nichts. Das ist ein Jobcenter. Ja. Muster vorbeifahren. Mustafa? Ich muss da vorbeifahren. Wo ist ein Muster vorbeifahren? Da habe ich jetzt schon ein Mustafa. Ja. Staffhändler. Okay. Was geht im Arbeitsamt? Nein, Staffhändler. Und da ist er Werkstätte. Schon wieder mal 560 Euro für den Dreckblitzer hergestellt. Halt ab. Warte, ich finde nicht, ich fahre mich jetzt kaputt. Halt auch die Strafen aus, dann hast du das Problem nicht. Genau. Ja, das ist ja unrealistisch. Die 500 Euro kommt ja nicht mehr davon. Nee, hat sie nur 50.000 für drei Reparatur bezahlt oder 500 für den Blitzer? Sicher. Das ist ja wohl... Witz. 90.000 Reparatur. Bobby, du müsstest aber auch zwei Triller dranhängen. Einen, dass du den zerschrotten kannst und einen, den du als Geld verdienst. Ja, wärst du richtig bei einem American Truck Simulator, wo du drei anhängen kannst. Dann nimmst du in der Mitte, der ganz bleiben soll. Ja, hab ich ja auch. American. Hab ich auch, ja, ATS, ja. Heavy Duty, alles, ja. Ja, ich habe jetzt das Neue nicht von ATS, was jetzt rauskam. ATS habe ich noch nicht und bitte lasst mich in Ruhe. Also ich habe das ATS geholt und wie ich das Heavy Duty Pack geholt habe, lassen. Also bei ATS hast du auf alle Fälle Platz, Tom. Ja? Ja, ist sehr schön gemacht. Naja, nicht unbedingt, weil du... Ja, also wenn du solche irgendwelche in der Pampa fährst, dann hast du schon Probleme. Boah, boah, Mann, 1% Schaden, das war doch nur ein kleiner Stein. Was mich halt bloß nervt bei ADS, dass du jedes Mal rausgewunken wirst zum Biegen halt. Ja. Aber das kannst du auch halt ignorieren, fährst dran vorbei. Ist das? Oder du schickst gern mich in hier. Was dann? Haben wir hier No Kollision oder? Ja. Okay. Nö. Also ich habe einen Stein, jetzt macht einmal 1% Schaden. Wo steht denn diese blöde die Kette da? Wahnsinn. So weit draußen. Oh mein Gott. Kann ich euch wieder tanken fahren fast, bis ich die Kette habe? Tanken? Nee. Tanken. Reicht noch. Ah, ich auch noch. Hier schwebt ein Hänger noch. Irgendwas ist hier faul. Wieso? Weil die 182 Kilometer, die er mir jetzt aufgedrückt hat, bin ich in Toulouse. Ohne Hänger. Da hast du einen Auftrag in Toulouse angenommen. Nee. Nee, noch Toulouse. Die rückwärts zu. Ohne Anhänger hingefahren. Ja, das kommt mir schon so verdächtig vor da. Aber ich hab nicht. Ich sehe ein Fähnchen. Gucken wir mal. Da habt ihr jetzt alle hier diese Ketten? Ja, ich hab die Kette, ja. Und vor Tricks noch. Okay, dann. Ah, das sind wir ja richtig, weil da habe ich Punkte. Ich sehe Punkte. Ja. Oh, zum Teufel. Ach, Mann, oh. Oh, echt? Ich muss wirklich 182 Kilometer fahren bis zur Ladung. Du hast noch. Das funktioniert. Ich fahre von Toulouse nach Toulouse genommen. Ich fahre Richtung Toulouse und fahre wieder zurück. Um die Ladung zu holen. Bei extern geht das ja gar nicht nach Toulouse. Da hast du immer das von dort, wo du. Ich muss an die See runter oder dort, wo es Meer anfängt. Achso, du fährst ja Kabel, ja. Jo. Achso, ja, genau.
Anhänger gefunden. Nichts, hättest auch diese Kette genommen, hättest mehr gehabt. Hab ich nicht drinne. Hatte ich nicht drinne. Nächste Seite war es gewesen. Hatte ich trotzdem nicht drin. Okay. Aktualisieren. Hatte ich davor drin, vor Aktualisieren. Aber auch nicht mehr. Oh, hier ist schon ein bisschen mehr los. Tonnen. Macht denn der Robby schon wieder was? Willst du mich jetzt verarschen oder was? Was denn? Ich hab Schaden am Anhänger. Was ist das? Ich hab hier noch nicht mehr 10. 0,1%? Bist du zu schnell gefahren? Was spät voran, ne? Ja. Ich bin am Stein hängen geblieben. Vielleicht bist du hängen geblieben kurz. Ja, hätte ich ja gemerkt. Entlang geschrampft. Hätte ich ja gemerkt, wenn ich irgendwo hängen geblieben wäre. Ja, du bist der Profi, du merkst das ja nicht mehr. Das stimmt. Aber da hätte mein LKW gewackelt im Fahrerhaus. Ach nee, der wackelt ja immer, scheiße. Ja, ich hatte nämlich Sinn. Muss jemand tanken oder was? Nein. Schreien. Noch nicht. Ich kann noch nicht während der Fahrt WhatsApp schreien. Also für diese 200 Kilometer brauche ich nicht tanken. Das schaffe ich mit links, mit diesem bestehenden Tank. Weil du stehst kurz vom Rücktor und Wesse kommt nicht mehr rein. Alle. Ja, ich jetzt hab's endlich mal einen Fischtrailer. Fischtrailer? Boah. Sind so viele von den Dingern. Hast du den Rischen? Ja. Sogar auf dem gelb-weißes Dreieck drin. In der Matensauce oder? Nein, in Mango. Ja, Mango-Pfeffersauce. Was? Lisette Logistik habe ich jetzt dran. Was? Rosette? Nein. Lisette. Ach so, Lisette. Nicht Rosette, sondern Lisette. Aber die Einfahrt hier mit dem Schwerlasttransport ist auch nicht so toll. So, jetzt muss ich nochmal 203 Kilometer fahren. Wieder zurück, oder wie? Ja. Was steht ihr da alle, hey? Oh Mann. Was macht denn hier schon wieder? Dank dir. Dank dir? Ne, der Klapper stand hier. Wir haben die Scheiben geputzt. Du hast Scheiben geputzt. Super. Hilfe. Seid ihr noch ganz knusper? Was, Hölle? Da wäre schon mehr durchgekommen. Oh Mann, oh. Vorsicht, Gegenverkehr. Hast du Angst um deine Lackierung oder was? Was Chef der Navi? Die, nee. Die Kreditzinsen dann sie schon abziehen. Super. Na, sind wir minus. Nee, nicht minus. Ich habe nur 5.288 Kreditzinsen. Ich könnte ja 800 abgeben. 800.000. Wow. Eine Million kannst du auch noch haben.
Ja. Wird schon noch werden. Bin ja noch am Anfang. So geizig sind wir ja auch nicht. Uah. Das ist ja nur so kostspielig, wenn wir mit Castor farmen. Sonst hält sich das ja an Grenzen mit der Reparatur. Also wenn du auf eure 2 Server spielst, da ist etwas. Warum blinkst du? Aber in Frankreich ist es okay zum Spielen. Defender von mir. Warum soll ich nicht blinken? Machst du das sonst irgendwie, oder? Natürlich. Na, auf dem Feld und ein Bot machst du es auch nicht. Doch. Was? Okay, eine Zeit für solche Scheiß zum Blinken. Oh, wie unrealistisch. Schau auf, schon. So, was irgendwo hier wieder rumsteckt, rumhängt. Okay, könnt ihr euch noch aufgeben. Jetzt blinkst du auch schon Klapper, oder was? Ist so, nur wegen dem blauen Punkt, der vor uns fährt. Aber der Tobi ist brav, der blinkt nicht mehr. Was ist er? Profi. Ja, M. Was? Tobi? Was? Ach, er ist der Audi geschrottet hat. Ja. Der Seitenlieger. Hast du jetzt einen Hänger dran oder fährst du wieder so? Nix, diesmal habe ich einen dran. Kann sich jetzt keine Leerfahrt mehr leisten. Ich hab mal 130 Kilometer bis Toulouse. 155. 149. 6% Schaden. 159. Blöde Dreckschranke, die blöde. Deswegen soll ich der Vorderschranke anhalten. Ja, hab ich ja. Aber da hinten war noch ein Pfosten, da bin ich hängen geblieben. Vollpfosten. Und elegant da dran vorbeiziehen, schneller sein als Castro und dann war der Pfosten durchschneiden. Das ist so nett. Aber GGW ist das auch beim LS so mit die Verlustfahrt. Mit Laternen hast du sie gewählt mit dem Pfosten. Nee, das vielleicht die 14 Jägermeister da trinken, wenn man den Fall war. Jetzt vom Enzian trinken. Mit euch zu fahren, muss man eingeraucht sein. Man, es ist schon, es ist richtig cool. Wir sind auf Frankreich, können wir Pernos saufen. Außerdem regnet es immer noch, das gibt's doch. Was? Du hast es wenigstens abgegeben, Kostner. Ja. Ich habe mich nämlich übelst gefreut heute früh, wo ich Sonne gesehen habe. Ja, und heute mal, heute Mittag ist es ja, hat es ja auch noch nicht geregnet. Weil wo ich gestartet bin, hat es nämlich noch geregnet und dann auf einmal Sonnenschein, blauer Himmel. Also, wer zunächst in der Sache? Da hier schreien, ne? Also, bei mir hat es nicht geregnet. Bei mir auch nicht. Oh, ich hab einmal übernachten zurück, der Sommertrip ist. Da bin ich wieder. Willi Blair hat noch nie gepisst, wo wir jetzt gespielt haben. Nee, doch, aber die ganze Zeit bei mir. Ja, doch, hat bei mir auch schon. Bei dir, du hast ja alles mitgezogen. Bei mir auf Twitch war Sonne und bei dir hat geschifft. Ja, stimmt, so war's eigentlich. Jetzt ist genau umgedreht. Ja. Das geht so nicht. Geh weg, Hobby. Geh weg. Ich schränke dir am Arsch. Ich komm schon. Gib mir den Regen zurück.
Das ist ein Weimar-Regen. Warmer-Regen. Warmer. Nicht Weimar-Regen, Warmer-Regen ist das. Warmer-Weimar-Regen. So 2,5 Stunden fahren reicht dann aber auch. Ja. Naja, ja. Geht schon noch ein bisschen. Ist ja anstrengender als wie 1,5 Stunden von Main zu fahren. Mhm. Dann kommt das Italien-Add-on und dann gehen wir nach Italien fahren. Und wenn man dann da vom Multiplayer aussteigt, ist man auch mit Singleplayer auch dort, wo man es aufgehört hat, oder wie? Ja, ja, genau. Okay. An. Du, 14 Kilometer hab ich noch. 53. 33. Falsch abgebogen. Oder wenn ich. Jetzt hast du wieder 20. War es wieder 80 Kilometer. Was ist denn das für eine komische Abfahrt hier? Einen wunderschönen guten Abend, Björn. Moin, moin. Ein Kopfchen. Hallo? Aber wie, das müssen wir nochmal regeln, ja. Was? Das ist eine Abfahrt, die ist gar nicht aufgezeichnet, ja. Ist halt nur wenig Klötzen noch. Was? Na, du Verrückter. Da ist der Weiser. Ja. Wo steht denn da 40? 70, 90. Nicht hoch. Ich bin nicht hoch, ich hau ab, Mann. Wir haben das wieder zwei lieb. Ja, die LKW steuern nicht mehr so richtig. Was, der LKW? Das wird bestimmt gerade meine Fahrweise kritisieren. Und außerdem, wir haben noch keine Zeit. Ja, Gummi, ich komme mal mit 80 rum. Björn ist ja heute wieder lieb. Da hängt einer lang, wie immer. Selbst auch von gut, ja. Fragezeichen. Muss ich wieder vorbeifahren beim Fragezeichen. Deswegen sind wir ja gleich auf EU2 gegangen. Ah, Kreisverkehr, Kreisverkehr. Oh, oh, den nehme ich, oh, den nehme ich. Bremse geht. Gucken wir mal, ob wir den genauso schön schneiden können mit Fracht wie ohne. Hier vorne hast du nochmal einen Kreis. Oh, bleib doch nicht stehen, ey. Ja. Entschuldigung. Jetzt habe ich noch einen Punkt verpasst. Ja, manchmal ist ja eine Scheiße da hinten. Hinter dir ist ein Verkehrsschild.
Robby, komm, da muss Schmeckchen. Ich hab vergessen auszuholen. Oh mein Gott, da ist wieder ein Verkehr. Ja, die Klapper ist auch da. Klapper. Doch, mach die erstmal fertig da. Ich hab ein Boot drinne. Lava hat leise gemacht. Yeah. Ich hab den Löffel abgegeben. Da sollen wir her. Da rein sollten wir. Gut. Da raus. Ausgezeichnet. Also wir fahren jetzt noch solche kurzen Strecken. Alles andere bringt nichts. Wenn du das sagst. Ja, mit dir besonders nicht. Mhm. Ja, ist klar. So, ich würde sagen, 2,5 Stunden, das reicht. Ich habe nämlich auch keine Gummibärchen mehr. Na, vielleicht kommt ja beim nächsten Mal das Koch mit. Das Koch. Zufriedenstellen. Na denn, guten Nächte. Guten Nächte.